Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel. Wir spielen nicht nur Impro-Hörspiele, nein, wir reden auch drüber und das tun wir heute Abend. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich die Helden der Staffel. Und das ist zum einen der Florian, der Oscar und der Nico. Nee. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr oder so, weil mein Rechner, der wird gerade so richtig gequält. Aber nicht das Internet, sondern hier die Übertragung all dieser Kameras. Ist gut, deswegen ist alles super. Sehr gut. Gut zu wissen. Dann, es geht. Dann schreibt uns am besten, wenn ihr irgendwas, wenn irgendwas komisch ist oder so, dann können wir vielleicht noch drauf reagieren im Chat. Und apropos Lysander schreiben in den heute Chat. Nicht angenommen. Ausnahmsweise. Ich hab's gerade. Ach stimmt, du bist als Simsa da. Na dann, verständlich. Für euch deswegen da draußen. Deswegen die Ankleiderpunkte. Wird das neue Kostüm, Florian? Ja. So. kurz für euch, weil ich es gerade in den Chat gepostet habe. Ihr könnt natürlich uns wieder Fragen stellen und wir werden dann im Laufe dieses Abends auf eure Fragen eingehen und sie beantworten, solange sie irgendwas mit Staffel 2 zu tun haben. Und da wäre auch ein super Moment gekommen, gleich mal eine Spoilerwarnung rauszugeben. Dies ist ein Rückblick auf Staffel 2. Ratet mal, worüber wir reden werden. Also, ihr könntet gespoilert werden. Vorsicht. Wer es noch nicht gesehen hat. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los mit einem unserer ersten Punkte, den ich hier auf unserem Tagesordnungsplan habe. Nach der Begrüßung, begrüßt haben wir uns ja alle. Wechselnde Meister war ja ein Riesenthema bei uns in der zweiten Staffel, ihr Lieben. Jetzt mal Hosen runter. Ja, erzählt mir doch mal, wie war's für euch? Florian. Ja, also ich war ja nur zweimal Meister und ich fand das Konzept toll. Ich war ja auch mit einer von denen, die gemeint haben am Anfang, wäre das nicht witzig. Wir die Geschichte anfangen zu erzählen, was ich nicht bedacht habe mit der Zeit. Also am Anfang war das, ich war ja Staffel Folge 9, 10 und 11 oder irgendwas gleich, war ich vielleicht dran oder 10, 11, 12. Und da war noch nicht so viel, worauf ich dann Acht geben musste, was schon festgesetzt war, ja, was fortgesponnen werden musste. Ich konnte auch noch was Eigenes machen. Und das war ja am Anfang auch so ein bisschen. Ich glaube, wir sind nicht mehr auf dem Stream zu hören. Eindruck, noch Heiko. Stand, was wir auch gemacht haben, dass jeder sein eigenes Süppchen nochmal berührt hat. Oder? Ne? Das war ruckelt ein bisschen. Wir sind nicht mehr zu hören. Ja, bei mir gab es gerade tatsächlich einen Hänger. Glasfaser. Nein, das ist tatsächlich mein Rechner. Ich kann es nicht erklären. Deswegen, Florian, sorry, du musst es nochmal erzählen. Also nochmal, wie war es jetzt für dich jetzt, als oder? Meister? Also fange ich nochmal an. Es war... ich fand es anfangs cool, weil wir gesagt haben, ich war ja einer von denen, der gesagt hat, wir spinnen eine Geschichte weiter und schmeißen dem nächsten Meister zu, was der erste verbrochen hat. Und das muss dann aufgegriffen werden und weitergesponnen. So eine Geschichte kennt man ja auch, so ein beschreibst auf einen Zettel einen Satz und der nächste muss dann weiterschreiben und weiterschreiben. Wenn es aber vier Leute sind und jeder macht drei Folgen und werden immer neue Charaktere eingeführt, dann wird das, habe ich dann bei meiner zweiten Meisterschaft gemerkt, so viel, auf was ich achten soll, dass ich mich total eingeschränkt gefühlt habe. Und es hat ja jeder auch sein eigenes Süppchen in seinen drei Folgen anfangs gekocht, dass da nochmal so ein Abenteuer im Abenteuer war. Bei mir waren es am Anfang diese Untoten, die auftauchten und am Ende wurde der Anger befriedet. Das war dann Ende meines Story-Arcs. Und trotzdem wurden halt, kam Belforan wieder und so. Aber als ich dann am Ende die Geschichte im Ork-Lager musste, war ich überfordert. Da dachte ich so, what? Das
Das war, ich habe so eine schöne Excel-Liste geschrieben. So und immer aktuell gehalten. Ja, ach du, die war mir zu kompliziert. Habe ich gemerkt. Wer soll sich das denn alles merken? Ich habe auch gelegentlich reingeguckt, aber dann so, nee, weißt du, nee. Ja, sonst fand ich es eigentlich schön, dass es gewechselt ist, aber es ist natürlich schwieriger auch, weil man mit den Charakteren dann, gut, ich bin der Einzige, der den Charakter nicht gewechselt hat, von daher bin ich nicht da noch gesprungen. Ich fand es eine interessante Erfahrung zu meistern. Ich könnte mir das auch sonst mal vorstellen, wenn ich die Fäden komplett in der Hand habe, das von A bis Z zu machen. Eine kurze Sache. Aber so war ich dann ganz froh, dass wir Leute haben, die gerne Excel-Tabellen schreiben und den anderen vorhalten. Guck mal, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Und ich fand die Idee am Anfang halt auch super spannend und hatte mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt. So mit diesem, mit der Übergabe des Meisters, und der kann ja dann wieder eigene Ideen einführen. Und genau wie Florian es gesagt hat, es war am Anfang vielleicht lustig und hat auch dazu geführt, dass es eine sehr lebendige Handlung wurde. Aber später wurde es halt einfach nur noch chaotisch. Und es war nicht mehr schön, als Meister die Geschichte von einem anderen zu übernehmen, weil du keinen Überblick mehr hattest über, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Was macht eigentlich der NPC? Wo waren wir überhaupt? Was ist überhaupt jetzt hier? Und es hat ja dann letztlich auch dazu geführt, dass ich am Ende in der letzten Folge so gar keinen Plan mehr hatte, dass Oscar nochmal übernommen hat als Meister, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich diese ganzen Dinge, die wir eingefügt haben, logisch zusammenknüpfen kann. Also mir ist nichts mehr eingefallen, wie ich diese losen Fäden alle einsammle, verknüpfe und was Logisches draus mache. Und ich glaube, das war für mich das Schlimmste an dieser Sache, dass diese ganzen losen Enden der Story, die von Meistern eingefügt worden sind, die wieder zu verknüpfen und in die eigene Handlung mit einzufügen. Das heißt, man hat sich gar keine eigene Geschichte ausgedacht, sondern man hat so einen Sandsack hingeworfen bekommen. Und dann hieß es so, und jetzt mach mal was Vernünftiges draus. Und es ist halt ganz anders als sonst, was ich als Meister kenne. Da hast du irgendwie eine Storyline, die du dir ausgedacht hast. Das ist so deine Basic-Line und da geht es dann mal hoch, mal runter. Aber es ist halt dieser eine Faden, der sich durchzieht. Und hier war es halt kein Faden, sondern ein Also das fand ich am Ende des Tages leider auch misslungen, das Prinzip. Ja gut, da hat mir natürlich der Schnitt auch ordentlich geholfen, dass ich halt immer wusste, was passiert ist, weil ich das halt so oft gesehen habe. Deswegen fand ich es eigentlich ganz spannend, immer alles zu übernehmen und da halt irgendwie das weiter zu spinnen oder auch selber mal ein paar Geheimnisse einzubauen oder so wie den Brief für Simsa oder so. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass wenn man das einmal spielt und vielleicht nochmal das Video danach guckt, dann behält man sich natürlich nicht immer alles. Aber dadurch, dass ich es ja halt tagelang vor Augen hatte und ich muss zugeben, auch öfter mal krümelkackerisch bin und diese Excel-Liste auch geführt habe, wusste ich natürlich, was wie wo passiert und welche NPCs sind. Deswegen, also ich fand es eine spannende Idee. Hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Nochmal würde ich es nicht machen. Wir haben es ja ein Jahr gemacht. Das sollte ja eigentlich reichen als Experiment. Ja. Ich glaube ja nach wie vor, dass das keine schlechte Idee ist und war. Es war ja für uns durchaus der richtige Gedanke, weil das ja auch ein bisschen daraus kam, dass ich damals nach Staffel 1 auch so ein bisschen so ein Meister-Burnout hatte. Weil ihr kennt das ja, das, was ihr dann immer abwechselnd hattet, mal hatte ich dann halt ein ganzes Jahr lang durchgehend und war dann auch ganz schön fertig am Ende. Und da tat mir persönlich das sehr gut, dass wir uns abgewechselt haben, dass ich auch mal spielen konnte und so. Also ich fand das persönlich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung und sehr gut. Und ich persönlich finde eigentlich, dass die Ursprungsidee, die wir eigentlich hatten, war ja, wir haben dieses Orkenbach und dann machen wir immer kleine Storys und führen alles immer wieder zu Orkenbach hin und dann fängt der Nächste da an. Also so ein bisschen wie bei die Simpsons, wenn die dann in Springfield sind, so, ne? Aber ich glaube, wir haben einfach irgendwie den Fehler gemacht, dass wir irgendwie dachten, ja, wir müssen auch irgendwie wie Staffel 1 noch ganz viel Handlung parallel haben und irgendwie uferte dann diese Handlung parallel hochhalten immer mehr aus, sodass das Konzept, das eigentlich
Abschließens wir gar nicht so gemacht haben, so richtig. Also es wurde dann eigentlich eher wie eine konstante Handlung, als weniger kleine Mini-Handlungen sozusagen. Ne? Und dadurch, ich glaube, der größte Fehler, den wir gemacht haben, war einfach, dass wir uns vorher nicht direkt abgesprochen haben, was so der grobe, also der große Handlungsverlauf ist, wo wir zwischendurch hinwollen und also keine richtige Story vorher hatten, sondern nur gesagt haben, okay, es gibt den Schamane als Endgegner, wir machen irgendwas mit den Sternen, denken sich halt die Meister in dem Moment aus. Und ich glaube, das war auch der größte Kritikpunkt, den die Spieler, die Fans hatten, die uns geguckt haben und gesagt haben, irgendwie fehlt da nach Folge 7 oder 8 irgendwie der rote Faden. Irgendwie geht es nicht richtig voran. Da hast du, Heiko, auch öfter mal gesagt, da haben wir zu wenig kommuniziert an die Zuschauer, dass wir das einstreuen, sondern wir wollten ja eben genau dieses Episodische. Und das haben die Zuschauer natürlich irgendwie nicht begriffen, weil klar, wir haben ja Staffel 1 gemacht und da war eine große Handlung. Und das wollten die Zuschauer natürlich auch für Staffel 2 sehen. Und das kann man natürlich verstehen. Und da fehlt es dann irgendwie. Und dann wechseln auch noch die Charaktere und dann kommt man irgendwie auch nicht mehr so hinterher. Wenn man den Anspruch weglässt, das kann ich schon gut nachvollziehen, jedes Fitzelchen irgendwie auflösen muss, was man einen Meister gestreut hat, dann geht's. Also ich fand's eigentlich auch, mir ist Spaß gemacht, wenn man das einfach nur episodenhaft betrachtet immer. Also weil es ging, die Haupthandlung ging, haben wir irgendwann ja mehr Wert drauf gelegt, die ging voran. Aber gut, dann habe ich als Meister erwähnt, da liegt eine Schriftrolle im Orklager, das blieb dann, bin ich schon wieder weg. Gimbi. Ah. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. Alles gut. Ach, Oskar. Ja, ich mache dich gerade ein bisschen leiser, weil du bist zu laut bei mir. Ich hatte ja diese Schriftrolle eingeführt, da, wo ich mir was bei gedacht hatte, wo ihr auch erstmal keine Idee hattet, was soll das für eine Schriftrolle im Orklager jetzt sein. Das hast du ja dann im Finale wieder aufgegriffen, dass die noch aufgetaucht ist und habe ich dann gesagt, was ich darauf sehe. Aber wenn da nicht jede Kleinigkeit aufgelöst wird, ich meine, im Leben bleiben ja auch manchmal Fragen offen. Also wenn der Anspruch gar nicht ist, dass man wirklich jeden Pups erklärt haben muss, dann kann man einfach dem großen Ganzen folgen und dann funktioniert es, denke ich, schon. Wenn man das halt, wenn jemand anders das probieren möchte mit wechselndem Meister, dann vielleicht wirklich vorher jeder so oder vielleicht sogar episodenweise planen, das soll in der Haupthandlung passiert sein, irgendwie alle drei Episoden den Punkt erreichen oder so und daneben eben seine eigenen Quests machen. Weil ich finde ja, wenn ich als Spieler bin, dann habe ich einen ganz anderen Anspruch an das Spiel, als wenn ich Meister bin. Wenn ich Spieler bin, dann will ich eine coole Geschichte erleben. Dann will ich Handlungsstränge ausüben und NPCs kennenlernen und mich irgendwie in der Geschichte verlieren. Aber wenn ich Meister bin, dann will ich die Geschichte entwickeln. Dann will ich den Leuten Hinweise geben. Dann will ich, dass die langsam irgendwie dahin geführt werden, wo ich hin will. Und dieses langsam irgendwo dahin führen klappte für mich als Meister nicht, weil ich hatte nur drei Folgen. Es hat für mich nicht so gut geklappt, weil die langsame Hinführung, die ich halt haben wollte auf den Höhepunkt oder was auch immer, das ging halt gar nicht so gut, weil man es dann wieder abgegeben musste. Und als Spieler war es so, dass genau das halt auch gefehlt hat. Also dieses ganz große Geschichtsding, so, das waren halt immer ein bisschen Episoden mit ein bisschen Handlung und ein bisschen davon, dann war es auch immer so, der eine Meister meistert so, der andere Meister meistert so. Das ist für One-Shots oder für Abenteuer, fand ich ganz schön, aber für mich als Spieler hat es halt so ein sehr holpriges Gefühl einfach gegeben. Das ist was sehr Subjektives, wie ich das wahrgenommen habe. Aber es wurde halt weder meinem Wunsch als Spieler ganz gerecht, noch meinem Wunsch als Meister. Stimmt, aber das ist genau das, was ich meine mit dem Einführen. Ich habe diese Schriftrolle eingeführt. Ich hatte das so als Idee und wollte das unbedingt bringen, weil darauf halt deine Eltern und du als Magier, als Verhörmagier von Lowangen irgendwie von den Orks da verewigt wurden. Deswegen haben die jetzt einen besonderen Brass auf dich und keine Ahnung, was sie da mit dir anstellen. Wollte das irgendwie noch einbringen, aber ich hatte auch nur drei Folgen und irgendwie kam es nicht dazu, was ich dann so wollte. Und dann konnte ich es am Ende nur noch einschmeißen, konnte es aber nicht mehr aufklären. Und dann stand es so da, ja, Schriftrolle, was war das jetzt? Ne? Und da bleiben einem da so. Da hilft natürlich dann die Meistererfahrung, ne?
Ja, sonst hätte ich Spieler sagen dahin können, lenken, wo man hin will. Ich mache es halt die nächste Folge dann weiter, ne? Wenn ich noch mehr Folgen hätte, aber dann wird ja abgegeben. Also dann, das ist dann manchmal schwierig. Und das mit, wie wir uns das vorgestellt haben, ich finde, das war ja eine super Erfahrung. Ich will dich auch auf keinen Fall missen, weil es halt auch wirklich mal spannend war zu gucken und sich auszutesten und auch mal die eigenen Grenzen so kennenzulernen von dem, was man zu leisten imstande ist. Aber das mit der Story von vornherein halt absprechen, ist halt genau das, was ich meine auch, dass fühlt sich für mich dann ein bisschen unbefriedigend an, wenn ich als Spieler schon weiß, ah, okay, da soll die Reise hingehen. Und auch als Meister schon weiß, ja, okay, da so und so geht es halt weiter. Weil es ist ja mit den anderen so abgesprochen. Mhm. Und das im Vergleich wäre ja zu Staffel 1, also im Vergleich zu Staffel 1, ja, da wussten wir auch, irgendwie wussten wir, ja, wir sollen halt die Tochter da retten und uns wieder quasi etablieren und uns rehabilitieren. Aber es gab keine Zwischenhandlungen, die wir wussten. Wir wussten nichts, sondern wir haben das alles entdeckt. Und mit diesen Zwischenetappen, die du festlegen willst, die du ja auch selbst festlegst als Meister dann zwischendurch, dadurch habe ich mir halt so ein bisschen dieses der Staffel. Staffel. Meistern oder Spielern? Weiß nicht, also schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich fand tatsächlich Meistern besser. Weil ich, also auch wenn ihr ein, zwei Mal nicht das gemacht habt, was ich von euch wollte, hat es größtenteils eigentlich auch doch schon geklappt. Aber naja, nicht so viel Entscheidungsmacht, so Auswirkungen auf irgendwas, weil gerade weil es eben nur drei Folgen waren, immer vom jeweiligen Meister, und der hätte dann ja für meinen Charakter was planen müssen, und das haben wir als Meister ja kaum gemacht, wir haben ja versucht eher nur um die Handlung was rumzuspinnen, und deswegen fand ich das als Meister einfach ein bisschen spannender, oder auch mal überhaupt mal wieder zu meistern, hat echt Spaß gemacht. Und dann eben diese kleinen Hinweise reinzubringen oder diese losen Fäden zusammenzuknüpfen, das hat mir irgendwie diese Staffel einfach mehr Spaß gemacht. Meistern total Spaß gemacht. Also von meinen ersten drei Folgen, da war ich auch kreativ noch, hatte richtig Bock drauf. Ansonsten war es auch eher Simsa spielen, weil meine zweite Meisterrunde war für mich ja fast, also nicht komplett Freestyle-Impro, aber das war schon ein starkes Schwimmen. Und da war ich auch nicht so ganz happy mit den drei Folgen dann, aber so momenteweise eben, ne? Ich hatte tatsächlich auch mehr Spaß am Spielen als am Meistern, aber eher da vielleicht daran geschuldet, dass ich einfach so eine Lust hatte, mal zu spielen und Charaktere auszuprobieren, die mich interessieren. Ansonsten habe ich ja eher sehr versucht, immer so auf Katastrophen euch reinzuschubsen, statt Probleme zu lösen. Was aber auch lustig war. Aber sonst, was ich ja sehr interessant finde, ich habe ja euch vorher gefragt, so, was sind eure Lieblingsszenen, Lieblingsmomente? Da sind ja witzigerweise von jedem von euch immer auch Momente gekommen, von euch als Meister, also als ihr selber Meister wart und nicht gespielt habt. Ist mir auch aufgefallen, ja. Ist es denn vielleicht so, dass man, wenn ihr gemeistert habt, dann auch bestimmte Momente intensiver erlebt habt? Also sind die vielleicht aufregender, spannender, als wenn man sie spielt als Spieler? Ich glaube, ja. Würde ich jetzt bejahen. Ja. Würde ich jetzt bejahen, ja. Mal gucken, was ich dir da geschrieben hatte. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob das ein Grund ist. Also zum Beispiel war es in Staffel 10, an der ich gar nicht beteiligt war, das weiß ich noch, da war das halt mit Oscar, mit diesem schwarzen Geister, wo er da gesungen hat vor dem Tempel und da mit seinem Schwert da rumgefuchtelt hat. Das fand ich ja so geil in Staffel 1. In Staffel 2, glaube ich, war es für mich, wie gesagt, ich hatte da einfach ein Wahrnehmungsproblem gehabt. Als Spieler hatte ich irgendwie nie so wirklich, ja, ich habe mich nie wirklich heimisch gefühlt in dem Abenteuer, warum auch immer.
habe ich ja schon versucht zu erklären. Und ich glaube, deshalb war es dann eine Situation mit mir als Meister, die mir am besten gefallen hat oder die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil ich mich da halt intensiv drauf vorbereiten musste wenigstens. Und dementsprechend da auch versucht habe, halt alles zu geben oder wie man es auch immer sagt. Und das mir da gefühlt halt auch an der Stelle zumindest mal gelungen ist. Aber an sich ist es schon merkwürdig. Keine Ahnung. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe ich vergesse meine zweite Meisterrunde, ja, also bleiben wir bei der ersten. da habe ich echt krasse Bilder, weil ich es ja vorher schon geschrieben hatte. Also ich wusste genau, was ich machen will, wann was passieren soll, wenn es optimal läuft. Und habe deswegen, glaube ich, schon viel mehr plastische Bilder vielleicht noch gehabt von den Untoten, die draußen rumlaufen, wann Bell voranlandet, der Schneesturm und so weiter. Und das ist schon sehr intensiv für mich da, deswegen erinnere ich mich auch gut daran. Aber ich hatte auch in der Staffel eine Szene, noch was kommt, Heiko, bremst mich sonst, mit Simsa und Belforan im Tunnel, sage ich mal, beim Manticore. Ja, die kommt noch, als, ja. Simsa sich mit, die kommt noch. Dann rede ich doch später drüber. Die fand ich jedenfalls nett. Tovanger Wolf fragt gerade noch, was ist ein persönlicher Tipp von jedem von euch als Meister? Da würde ich gerne anfangen, und zwar mehr Proben machen, wenn man als Meister möchte, dass die Spieler in eine Situation gezogen werden müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. Da, als ich Nico übergangen habe, als ich mit Aslife den Söldner, den Kopfgeldjäger erstochen habe, quasi weggerannt bin, da hatten wir danach eine lange und große Diskussion, wie man das hätte besser machen sollen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich hätte einfach ein, zwei Proben würfeln lassen sollen von Nico mit seinem Charakter, weil der einfach immer drauf, und das wollte ich ja irgendwie verhindern. Ich wollte ja Aslife entkommen lassen, weil mir das Rätsel eher wichtig war. Und da helfen Proben einfach, um den Spieler so ein bisschen einzuschränken. Einfach vielleicht eine erschwerte Probe, dass er es einfach nicht schafft oder so, oder durch einen glücklichen Zufall nicht schafft oder einfach anders lösen. Ganz, dazu noch einen ganz tollen Lösungsansatz. Wenn ihr als Meister nicht wollt, dass der Held eine Probe besteht, gerade wenn es um sowas geht wie jemand anderen festhalten oder jemand anderen verhören oder sowas, da gibt es in ganz vielen Situationen Vergleichsproben. Sowas wie, du würfelst deine Willenskraft gegen seine Willenskraft oder du würfelst deine Schleichkunst gegen seine Sinnesschärfe. Mal ein Beispiel, ihr wollt nicht, dass der Held sich an die Wache anschleicht und die von hinten erdolcht. Dann lasst ihr den Helden eine Schleichprobe machen. Und sagt er, oder ihr macht eine Vergleichsprobe, der Held macht auf Schleichen, die Wache macht auf Willenskraft und hoppala, Qualitätsstufe 4 gewürfelt. euch sind da als Meister ja keine Grenzen gesetzt, sage ich mal, was das Würfelergebnis angeht. Das mag an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht Schummel sein, aber es wird sich für euren Spieler viel, viel besser anfühlen, als wenn ihr einfach sagt, sorry, der Wachmann hat dich bemerkt. Wird es dem Spieler viel besser gefallen, wenn du sagst, mach mal eine Probe, oh, Qualitätsstufe 2, und du würfelst und sagst, ja, tut mir leid, Qualitätsstufe 3, ja, hat dich bemerkt, so ein Pech. Das wird sich für den Spieler immer noch viel besser anfühlen, bin ich der festen Überzeugung. Ja. Oder würde mir so gehen, sagen wir es mal so. Hast du ja, etwa solche Sachen mit uns abgezogen, Nico? Im Endeffekt hast du, ja, natürlich, natürlich, das mache ich als Meister schummelig andauernd. Finde ich aber auch völlig legitim, weil ja, okay. Als Meister ist es meine Aufgabe, eine tolle Geschichte zu kreieren und nicht die Geschichte, also natürlich lasse ich die Würfelwürfe auch was entscheiden, das kann ich auch manchmal gar nicht beschummeln, weil ihr ja würfelt, aber wenn ich zum Beispiel in einem Kampf merke, oh je, das sieht jetzt nicht gut aus, dann lasse ich das Monster auch schon mal daneben hauen. So. Weil ich will ja nicht, dass der Held vielleicht an der Stelle gerade stirbt. Das wäre ja für alle Kacke. So, ja? Und da finde ich, da ist es auch meine Aufgabe als Meister, hier und da mal schummelnd einzugreifen, wenn ich merke, ansonsten geht die Geschichte. Finde ich auch legitim. Ich habe es zwar nie gemacht, aber ich finde es legitim. Ich glaube, das macht, das sollte jeder machen. Finde ich, ist ganz stark überzeugend. Zum Wohle der Story und der Spielerfahrung, ne? Ja. Hilft ja niemandem, wenn man sagt, ja, sorry. Bist halt tot. Ein guter Punkt. Wir können ja mal zu den Charakteren kommen. So richtig ist keiner unserer Hauptcharaktere gestorben, außer Aslife. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt an der Staffel. Wir haben ja gesagt, wir machen uns Zweitcharaktere, damit
wir nicht unbedingt unseren Charakter durch die ganze Staffel ziehen und den um jeden Preis am Leben lassen wollen, sondern dass es auch gefährlich werden kann und der halt auch sterben kann. Und wir haben es jetzt aber so gemacht, dass wir zwischendurch, also Flo nicht, aber dass wir zwischendurch einfach so gewechselt haben und unsere Charaktere dann mehr oder weniger manchmal verschwunden sind. Jan und Zamino sind halt in die eine Richtung, also Zamino wurde als erstes entführt, Jan, wo ist dem hinterher? Den musste ich dann rausbringen, weil du, Nico, dann unbedingt mit Arlekin weiterspielen wolltest. Und meine Geschichte zu Aslife war ja sowieso, dass ich den erstellt habe und dann mit dem Zweitcharakter gemerkt habe, Mensch, den finde ich viel cooler, den zweiten Charakter, deswegen wollte ich Aslife so schnell wie möglich loswerden. Was ich im Nachhinein aber festgestellt habe, war, dass das auch nicht, also es war eine coole Wendung und da möchte ich Brinwen nochmal danken an der Stelle, der hat mir dabei geholfen, die zu schreiben. Das war durchaus geplant, dass Aslife böse ist und das auch irgendwann rauskommt, weil ich ja unbedingt mit Aliana spielen wollte. Und ich glaube, das ist zu schnell passiert oder zu oft passiert, dass wir die Charaktere gewechselt haben und dadurch die Staffel so ein bisschen, na, dass der Zuschauer sich halt nicht mit den einzelnen Charakteren identifizieren konnte, weil dann kam schon der nächste. Ich würde da gern was dazu sagen, aber ich will etwas ausprobieren. Gerne. Charaktere ausdenken. Sind Schnecke? Also, ich will mal kurz was ausprobieren. Ich hatte nie ein Backup gehabt. Warte mal, ich wechsle mal hier kurz die Szene und lass mal hoffentlich eure Ninjas neu laden. In der Hoffnung, es ruckelt nicht mehr. Hat, glaube ich, nicht funktioniert. Okay. Also ich finde es gar nicht mal, ehrlich gesagt, wir haben gar nicht so oft die Helden gewechselt. Nämlich eigentlich nur drei Personen einmal. Ich nehme jetzt mal Nico fürs Finale raus, dass da nochmal ein anderer Held war. Ich glaube, was viel verwirrender war, dass dadurch, dass immer Helden zu NPCs wurden, wenn jemand meistert und dann wieder zu Helden wurden. Ich glaube, dass das viel verwirrender war und schwieriger war, als dass man zwischendrin einmal gewechselt hat. Also es ist, man wächst da trotzdem. Ich weiß nicht, Zamino habe ich wie viel? Ich glaube, 10 Folgen oder so gespielt. Also die Hälfte ist ja trotzdem noch mehr, sogar mehr als die Hälfte Möglichkeiten, sich mit Fiolin zu identifizieren. Aber durch dieses Hin und Her und mal NPC und mal nicht NPC und so, ich glaube, dass das eher so ein bisschen rauskatapultiert hat. Ne? Wir wollten doch eigentlich immer einen Punkt finden, um die abzustellen irgendwo. Sorry, Nico. Dass wir sagen, am Ende von den drei Folgen muss man einen Punkt finden, seinen Charakter irgendwo sinngemäß abzustellen. Ne? Und ihn dann wiederzuholen, damit das eben nicht das Problem ist, dass man ihn als NPC mitschleift und am Ende ihn auch irgendwelche Aktionen machen lässt, die irgendwie spielentscheidend sind oder sowas. Ja. Ich glaube ja, Meister, die haben ihn aktiver mitgeschleift, ihren eigenen Charakter oder weniger aktiv. Lass uns doch mal ein Fazit ziehen, um dieses Thema abzuschließen. Würdet ihr es Spielergruppen empfehlen, den Meister zu wechseln? In regelmäßigen Abständen, in einer Kampagne zum Beispiel oder so. Also wenn sich alle mitinformieren und auf die NPCs und was passiert ist achten, das kann man gar nicht so pauschal sagen, glaube ich. Also es war auf jeden Fall ein gutes Experiment. Es hat teilweise Spaß gemacht, teilweise war es halt einfach manchmal auch ein Schuss in den Ofen. Was Nico halt sagt. Ich glaube, wenn du privat spielst, dann willst du diese Story-Überraschungen haben. Und wenn du dann aber als Meister wechselst, dann kannst du halt keinen großen roten Faden spinnen, den alle einhalten und einer Handlung folgen, sondern du kannst halt wirklich dann nur Episode spielen. Also dementsprechend könnte man es auch ja sagen, indem man wirklich nur einzelne One-Shots spielt. Also wir hätten es ja durchaus so weiterziehen können, indem wir den Schamanen rauslassen und einfach immer nur drei Runden von einem Meister in Orkenbach spielen und dann einfach kleine abgeschlossene Handlungen haben. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn da halt alle Bock drauf haben. Ja, eine Location und jeder darf sich da austoben. Also ich glaube, das Klassische,
das klassische, ich sag mal, One-Shot oder halt auch Kurzkampagnen gehen gut, aber ich würde wirklich aus meiner Erfahrung jetzt niemandem das empfehlen. So als Erfahrungswert ist es bestimmt spannend, also um es mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen. Deshalb würde ich niemals sagen, um Gottes Willen, macht's bloß nicht. Aber Empfehlung würde ich nicht aussprechen, weil das ist schon ein sehr spezielles DSA-Erlebnis, glaube ich. Oh. Was ganz anders ist als das, was man normalerweise kennt. Und ich glaube halt auch für viele nicht dem entspricht, was man gerne hat. Also normalerweise ist der Mensch gern das, was er kennt. Und ich glaube, so ist es bei DSA auch. Was Neues auszuprobieren ist cool, aber für mich persönlich wäre es keine Empfehlung wert. Hm. Florian? Ja, also ich würde es auch eher in einem, eigentlich die Ursprungsidee, die wir hatten, die war gut. Mit Orkenbach und da drumherum, so die Gegend auf die Karte wollten wir so ein bisschen mehr entdecken. Jeder macht 3 Folgen und dann kommen wir wieder nach Orkenbach zurück. Ende. Und dass das nicht alles fortgeführt werden muss, weil das Problem ist, ich will nicht die Ideen der anderen alle im Kopf haben oder noch schlimmer in der Tabelle, Oscar. Ich hasse nämlich Tabellen. Ich bin ein Freigeist und möchte einfach so drauf losspielen, nicht in irgendwas von dem Vorigen, sei es noch so geil sein, achten müssen, sondern meinen Scheiß machen. Und in so einem Setting, wenn man sich darauf einigt, wir spielen in der Gegend, jeder macht One-Shot über ein paar Folgen, dann ist vielleicht kein One-Shot mehr. Aber da finde ich es gut. Aber so in der Kampagne, wenn das so ausufert, wie das, was wir hier gemacht haben. Ja, also sehe ich auch so. Also kann ich euch voll zustimmen. Lieber mehr wie eine Art aneinandergereihte Kurzabenteuer oder Mini-Kampagnen. Aber nicht so ein Fortführen einer bestehenden Kampagne. Das funktioniert nicht. Dann lass uns doch mal etwas zu Ende führen. Und zwar vielleicht noch die ein oder andere Storyline oder Themen zu euren Helden. Gibt es irgendetwas, wo ihr noch sagen möchtet, also das passiert jetzt noch in Orkenbach, als die Helden zurückkommen? Oder was passiert mit euren Helden jetzt? Zum Abschluss. Ich habe da mal eine Excel-Liste vorbereitet. Habe ich nicht reingeguckt. Doch, habe ich. Ich weiß. Mir steht. Bei mir ist es ein bisschen der 2 Punkte. Einmal gibt es ja Jan von 4 Winden und einmal Arlekin. Und Jan von 4 Winden ist, finde ich, ziemlich offen, was mit ihm passiert, weil sein Handlungsstrang ist eigentlich abgeschlossen. Er konnte Zamino retten, er hat es mit den Splittern geschafft, er hat ein großes Er könnte jetzt wieder nach Hause, wieder in die Burg und sagen, okay, Papa, ich habe mich ausgetobt, jetzt will ich das Leben eines Adligen weiterführen. Oder es kann ihm halt so gut gefallen haben, dass er sagt, ey, cool, Mann, das, davon mehr Abenteuer. Ich finde, beides ist ganz gut möglich. Wobei ich, wenn ich ihn weiterschreiben würde, würde er jetzt Blut geleckt haben, würde sich aufleveln, also würde hier ein paar coole neue Skills lernen und würde weitermachen als Abenteurer. Also hier in der Tabelle habe ich reingeschrieben, heiratet Gunthild Blauauge, baut Orkenbach weiter aus. Auch das, wobei ich glaube, so sesshaft habe ich alle, so sesshaft jetzt so in Orkenbach, weiß nicht. aber ja, warum nicht auch heiraten? Aber ich finde, da ist viel offen. Bei Arlekin war für mich ganz klar, das hatte ich auch so schon geschrieben mit meinem Gedanken, als ich noch dachte, ich mache die letzte Folge, war für mich klar, Arlekin verzaubert Jan und oder Zamino und flüchtet, indem er einen Irrhalk zu Hilfe ruft. Und das wird dann sein neuer, wie heißt es, nicht seine Punchline, sondern sein Special Move, sein Kennen, sein Merkmal. Wieder reinzuholen, ne? In die Kampagnen von uns, oder? Wenn er jetzt so tief im Kreis ist. Das hat mir nämlich so. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt mit ihm abgeschlossen als Held.
weil ich glaube, dass er mir selbst jetzt auch langsam zu finster wird und jetzt mit der Beschwörung des Irrhalks halt nochmal ein Level runter in der Kreis der Verdammnis und so weiter. Ich finde ihn aber als Held würde ich ihn nicht mehr anfassen, aber ich würde ihn halt als Meisterperson, als NPC finde ich ihn jetzt halt mega spannend. So als der Magier, der jetzt irgendwie durch die Lande streift, vielleicht gar nicht urböse ist, aber halt doch mit dämonischen Mächten befallen ist und der vielleicht die Helden auf eine Quest schickt. Gehört ihm der Manticore? Irgendwas zu bringen oder so. Nee, tatsächlich gehört ihm der Manticore nicht. Lustigerweise habe ich mir da auch gar keine Gedanken mehr zugemacht, sondern diese Geschichte mit dem Manticore, die habe ich absichtlich offen gelassen in der Hoffnung oder mit dem Gedanken, dass wenn jemand anders die Idee cool findet, er sich dazu was ausdenken kann. Aber ihm gehört der Manticore nicht. Ja, aber so würde ich jetzt halt mit Arlekin weiterverfahren. Ich dachte halt, okay, drohender Blick oder hier lodernder Blick auf den anderen weggeschickt, Irrhalk beschworen, weg, ab dafür und ab jetzt als NPC durch die Lande streifend oder wo auch immer. Aber ich will ihn eigentlich als Helden tatsächlich jetzt erstmal nicht mehr anfassen. Kowanger Wolf fragt, welchen Kreis der Verdammnis ist er denn jetzt? Und B zu böse. Drei. Drei. Und drei ist schon so, dass du ihn als Helden eigentlich nicht mehr spielen kannst. Das stimmt, ja. Ja, ist halt so. Du kannst halt zu viel Scheiße mit dem machen, ne? Also diese Kreise der Verdammnis, die sind halt, diese Fähigkeiten, die du lernst, sind so heftig, dass sie meiner Meinung nach nicht mehr in die Hände eines Helden gehören, weil ja jeden Meister im PC einfach. Als ich den beim Meistern, kannst ja nicht mehr mit Menschen spielen durch den lodernden Blick. Kästchen aufbekommt und du. Ja, das Blick, ist er macht halt, jetzt, was ich sage. Das ist genau das Ding. Du kannst was dagegen tun. Du hast keine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Es steht nicht mal drin, dass dem anderen das im Nachhinein auffällt oder so, sondern es ist einfach so du machst jetzt das, was ich sage. Ich auch super blöd daran, dass ich es so nicht gemerkt habe und auch hinterher nicht wusste. Ja, und deshalb finde ich halt, ist das für, also jetzt auch im Nachhinein, Kreis der Verdammnis, Stufe 1, okay, cool, kann man als Held noch mit klargehen. 2 ist ein bisschen schwierig schon und 3 ist halt, kannst du nicht mehr spielen. Es würde ich als Meister auch nicht zulassen. Gut, also ich kann es kurz machen, Aslaif ist tot. Ja! Ich mochte den nie. Ging mir auch näher als gedacht, also euch wahrscheinlich nicht, aber ich habe ihn ja selber gespielt und habe ihn ja nicht so als Mörder gespielt. Das war ja dann nur, als ich als Meister ihn dann etwas verfeinert habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich fand das ein bisschen, das ging mir ein ganz bisschen nah, als Fiolin ihn getötet hat. ja, aber ist wie es ist. Ich habe ja gesagt, er ist ein NPC, ihr dürft machen mit ihm, was ihr wollt. So geht's halt den Leuten, wenn wir machen dürfen, was wir wollen. So geht's. Sende keine NPCs ein, das ist nicht gut. Sende keine NPCs. Ja, nee. Fun Fact, wir haben über 14 NPCs getötet. Die Orks und die Goblins davon, nicht oder? Mitgerechnet. Das war ja einer meiner liebsten Kills, als ich Meister war und den Händler überall verteilt habe. Und dann habe ich ihn ja noch wieder gefunden. Das habe ich gemocht. Ja. Ach so, ja. Und Aliana, die wird jetzt wieder zurückgehen zu ihrer Sippe. Sie hat den Stein, sie erkennt die Macht darin und hilft natürlich im Kampf gegen Pandona. Mehr habe ich mir aber dazu nicht ausgedacht. Also relativ offen. Was macht Simsa? Ja, ich mache zum Schluss. Okay. Simsa, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was der danach machen sollte. Aber er wollte ja von Anfang an diese Steine finden, die Splitter, eigentlich mehr als einen. Nur einen, er hat ihn ja immer noch, ne? Und da konnte ich mir vorstellen, dass er jetzt eben zurück in seine Studiengemächer geht und den Stein eben analysiert und danach aber versucht, auch weitere zu kriegen. Er hat ja am Ende zumindest mit Prajos und Belforan so ein bisschen angebandelt. Also hat er dann doch das göttliche Wunder gesehen und so und dass sich sein Gemüt da ein bisschen aufgehellt hat mit dem, was mit seiner Schwester passiert ist. Das wurde ja auch nicht noch weiter beleuchtet. Und dass er vielleicht auch da irgendwie sich dem, zumindest diesem Glauben etwas öffnen könnte, dass es vielleicht doch den einen Gott gibt, so Prajos oder so, dass er da hat sich eine Entwicklung angestoßen. Aber es ist ein langer und steiniger Weg.
Da hat Tovanger Wolf auch noch eine Frage. Simsa hat ja davon erzählt, dass seine Schwester von seinem Gott, den Göttern geopfert wurde. Aber nur der Namenlose möchte, dass man Menschenopfer bringt für ihn. Was hat es damit auf sich? Das hat Simsa ja am Endeffekt nicht rausbekommen, weil er einfach diese Sache, dass sie geopfert wurde einem Gott, also einem höheren Wesen, das hat Simsa so aus der Bahn geworfen, dass er einfach diese ganze Gottesgläubigkeit verdammt hat und gesagt hat, das will er in seinem Leben nicht mehr haben. Seine Mutter wurde auch vom Vater für diesen Gott, also für irgendeinen Gott umgebracht, der ist ja durchgedreht. Und das hat er nie nachgeforscht, ob das der Namenlose war oder was auch immer. Es war einfach nur ein Opfer für irgendwelche übernatürlichen, überirdischen Götter, die man nicht sehen kann. Und er hat sich einfach komplett dagegen gestellt. Das war das Ding mit Simsa. Daher die Ablehnung. Hat er gar keine Gedanken gemacht, welchem Gott er gedient. Der Namenlose bietet sich natürlich an. Aber da habe ich, also, hab ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Ja, das war nur, dieses mit dem geopfert werden, war nur bildlich gesprochen. Und es war Raya und der hat einfach verkauft an irgendeinen Raya-Tempel. Oh. Der Haufen verbrannt. Beziehungsweise, ach, daran kann ich mich, ja, dann war sie ja nicht. Er hat ja noch, er hat nee, noch gesehen, dass auf dem Scheiterhaufen. Wo wir wieder zu dem Problem lag. Von Staffel 2 kommen. Ja. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein, sorry. ja, ich ja. brauche den ganz starken Grund, warum Simsa nicht erkannt hat. Das ist ja ein Aventurien. Zamino ist, der wird auf jeden Fall weiterziehen durch Aventurien, um eine Möglichkeit zu finden, einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Das hängt mit seiner Backstory zusammen. Im Grunde, ich wurde auch gefragt auf dem Discord in dieser Woche, was hätte Zamino gemacht, wenn er einen Wunsch frei gehabt hätte? Also wenn der quasi so einen Stein bekommen hätte mit einem Wunsch. Und ich hätte mir gewünscht, dass er ein bestimmtes Artefakt, das er in der Vergangenheit hergestellt hat, das so in seiner Backstory verankert ist, zerstört wird. Und das hätte eine Kettenreaktion ausgelöst, dass quasi der Fluch, der über seine Familie herrscht, gebrochen wird. Und das hätte als Ergebnis gehabt, dass Elsa sich verwandelt hätte in seine Schwester. Oha. Lol. Jetzt. Was? Das wäre die Idee gewesen, genau. Hättest du mich umgehauen. Damit hättest du mich echt umgehauen. Da wäre mir die Kinnlade runtergefallen. Tja. Ja, schade. Ja, aber was das für ein Artefakt ist, das wird vielleicht in Staffel 3 nochmal eine Rolle spielen. Deswegen werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aha. Ja. Das ist ja voll die fiese Schwester, wenn sie, Zamino sie überall ins Gasthaus macht und Zaminos wegmachen muss. Tja. Vielleicht ist es auch eine kleine Rache. Ja, und sonst, Zamino wird auf jeden Fall weiterziehen. Und Fiolin habe ich mir gedacht, dass sie den Bohrenanger übernimmt von Orkenbach und darauf einen Marbo-Tempel gründet, eine Kapelle quasi der Marbo. Das fände ich irgendwie ganz cool. Mhm. Gut, ihr Lieben, wir haben ja eben schon mal angesprochen, so Lieblings... Noch, da, ja, natürlich. Darf ich eine Sache noch sagen? Mhm. Ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn Arlekin in einem von euren Abenteuern mal auftauchen würde, als NPC oder so. Wenn ihr sowas mal vorhabt, erzählt uns mal davon. Oder auch wenn einer von unseren anderen Helden oder NPCs mal bei euch vorkommt, so als Inspiration. Das fände ich cool. Falls sowas mal passiert, schreibt mir unter www. Ich habe euch lieb. haben ja schon einige erzählt, dass die Werke von Lysander ein, zwei Mal eingebaut sowas, haben. Als sowas finde ich halt geil, ne? Wenn sowas als Inspiration dienen würde. Aber lasst ihn nicht sterben, bitte, okay? Schön. Ja, das wäre tatsächlich sehr cool. Lassen wir doch mal die Staffel noch ein bisschen Revue passieren mit ein paar Lieblingsmomenten. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe euch vorher mal gefragt. Ich habe ein paar dieser Momente rausgeklippt.
die wir schön fanden. Und vielleicht habt ihr Lust, auch zu dem einen oder anderen Lieblingsmoment von uns noch einen Kommentar dazu abzugeben. Ihr drei habt jetzt nur die Chance, es über einen Stream anzugucken. Das heißt, ihr kriegt jetzt 10 Sekunden Verzögerung. Für euch da draußen werfe ich jetzt schon mal die erste Szene rein. Und zwar ist es der Ork-Angriff in Orkenbach, als das Gasthaus brennt. Ein Sanduhr-Moment und ihr müsst versuchen, da NPCs zu retten. Aliana, was machst du? Ich versuche, die anderen zu befreien. Hey, du nimmst ich schneide bei den anderen die Fesseln alle ab. Okay, das dauert eine Weile. Simsa. Hm. Simsa fängt an zu zaubern, dauert aber 2 Aktionen. Okay, Jan. Kraftakt gelungen mit Qualitätsstufe 2. Okay, super. Du schaffst es, die Barrikade so zu rammen, dass sie einfällt. Dabei verletzt du dich dann aber, kriegst ein bisschen so Brandblasen davon. 1W3 Schaden. Mariana. Ich würde den Zauber Frostleib währenddessen sprechen. Das hebt Verbrennungen und Paralyse auf und verleiht mir einen Rüstungsschutz. Und damit würde ich ja dann brennende Dinge anfassen können auch. Das ist wie so eine Eisschicht, die sich über meinen Körper schmiegt. Okay, wie viele Aktionen? 8. Oh, das dauert. Da bist du jetzt ein bisschen beschäftigt. Halt ein paar Sekunden, ja. Ja, aber Simsa. Adao Amafir. Und es gelingt mir. Simsa zaubert? Simsa zaubert. Simsa versucht rauszufinden, wie viele Punkte auf dem Zauber hat. Moment. oh, das ist gut. Simsa zaubert und hat Zauberkosten halbiert von Paralysis. Und möchte den Ork, der näher an der Tür ist, jetzt mit Paralysis. Schnell. Okay, du hast gezaubert. Ja, hast den Ork paralysiert, der ist wie versteinert. Jan. Jan ist durch die Tür durchgebrochen und sieht sich um in dem Raum. Sieht er seine Freunde? Ja, siehst du. Ich nehme mir den erstbesten Dorfbewohner, der da auf dem Boden liegt. Wer ist es? Ja, Kaya. Kaya, ja? Schnapp ich mir, schmeiß mir die noch gefesselt auf die Schulter und rufe: Ayana, wir müssen sofort raus, das Haus brennt. Okay. Ich stürme wieder Richtung Dings. Du rennst Richtung Simsa, der da gerade einen Ork versteinert hat. Draußen an der Tür. Die Tür ist offen. Aliana, letzte Chance. Ich schnapp mir die anderen Dorfbewohner. Komm, wir müssen raus. Und vorbei. Und Richtung Jan. Okay. Ja, das war die Szene. Erinnert ihr euch noch? Wie war's? Simsa hat uns ziemlich viel Zeit gekostet. Was? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wollte euch alle überraschen, dass ich so einen krassen Magier spiele. Wo gehe ich denn jetzt? Also ich gehe jetzt die Treppe runter. muss man ja den ganzen Kram erstmal klarkommen, ne? Aber ich fand die Szene toll. Auch dass ich habe ja einen Ork und noch einen Ork paralysiert oder so. Ich war richtig krass gut drauf da. Ja, ich muss sagen, diese Sanduhr-Momente, die fand ich auch schon in Staffel 1 ziemlich cool. Die kannte ich persönlich zum Beispiel auch in meiner DSA-Erfahrung noch gar nicht. Die hast du mir sozusagen zum ersten Mal gezeigt, Heiko. Und ich bin seitdem von denen begeistert. Also wirklich, das bringt so einen Spannungsmoment in die eigene Spielweise rein. Und ich finde es super cool, dass man als Held sich so wirklich unter Druck gesetzt fühlt und alle dann so hektisch werden und so, jetzt mach doch mal und so. Und dadurch kommt halt, ich finde, dadurch wird es viel realer und man es wird halt wirklich so, wie als ob man jetzt gerade in Zeitdruck und in Panik gerät. Und das fand ich super cool. Stimmt, es war eine geile Szene. Ich war am Ende, als ich das dann nicht geschafft habe, dachte ich so, oh Mist, jetzt muss ich irgendwas Schlimmes machen. Oh nein, einer muss jetzt sterben. Einer muss jetzt sterben. Und ja, okay. Also ich mag die Momente auch, aber es ist halt dann immer echt schwierig, für jeden genauso viel Zeit zu geben, die er braucht oder die ihm zusteht, sage ich jetzt mal. Wenn halt wirklich der eine dann sagt, ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache, und dabei einfach redet und nicht wirklich was tut. Ja. In dem Fall leider warst du los, tut mir leid. Ich finde das auch spannend. Also ich habe das zum Beispiel dann für mich auch ein bisschen übernommen, so in privaten Runden, dass ich halt auch immer versuche, Situationen einzubauen, wo so ein Zeitdruck entsteht. Weil ich finde das immer ganz schrecklich, wenn man den Helden so eine Szene beschreibt,
vor euch ein riesiger Ogre, ich mach's jetzt mal ganz billig, ja, aber da ist ein riesiger Ogre, der rennt auf euch zu. Was macht ihr? Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich guck mal nach. Ja, ich glaube, am besten wäre das und das, oder? Ja, aber ich könnte ihn auch einfach mit Pfeil und Bogen erschießen. Ja, oder wir graben erstmal eine Fallgrube. Also, das nimmt diese ganze Spannung raus und die Hektik raus, die diese Situation eigentlich in einem richtigen Menschen erzeugen würde. Und ich finde, das schafft dieser Sanduhr-Moment, dass du halt sagst, ey, das sorry, stimmt, ja. Du bist Indiana Jones, hinter dir rollt ein fucking Stein. Du hast jetzt nicht 10 Minuten Zeit zu überlegen, was du tun willst, sondern du musst jetzt handeln. Fertig. Und wenn du nichts tust, dann rollt er dich platt. Finde ich cool. Fand ich echt, also da bin ich sehr dankbar, dass ich das so kennengelernt habe. Finde cool. Ich mega gut. Ein bisschen später in der Staffel gab es einen sehr emotionalen Moment, auch vor allen Dingen für dich, Nico. Die Szene zeige ich euch jetzt mal. Gut, also ich versuche, da ich merke, dass der Puls nicht wiederkommt, es bleibt nur noch eine Chance. Wir müssen alle versuchen. Gebt mir einfach die nächste Flasche, die ihr habt. Ich gebe mir die nächste. Nehmt die 12. Ach wegen so, der 12 Abenteuer. Dann gebt mir die 12. Los, schnell! Hier! Und dann mache ich den Mund, reiße ich auf, bin auch nicht besonders zimperlich dabei und kipp ihm einen ordentlichen Schwall rein, sodass ich sehe, dass es einfach die Kehle runterläuft. Oh, also du kippst das Zeug da rein, aber es tut sich wirklich nicht viel. Er bleibt still liegen. Wir müssen irgendwas tun. Die Lippen werden blau. Bei Boron, mir fällt nichts mehr ein, diese verdammte Gifthürerei. Ihr habt diesen Aslife angeschliffen. Wir hätten ihm nicht vertrauen sollen, ich habe es euch gesagt. Und damit springe ich auf und schubs Zamino zur Seite. Naja, der Splitter macht mich halt wütend, ne? Ja, ich weiß nicht. Die andere Flasche, her damit! Ja, das war die Szene. Also ich habe jetzt mal nur diesen Ausschnitt gewählt, stellvertretend für die ganze Szene. Ihr Lieben, eine Kerze des Andenkens bitte für Ingrasch in den Chat. Während ich von euch wissen möchte, wie war's? Ich fand die Szene als Meister auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich fand's toll, wie ihr da reagiert habt und auch ohne Sanduhr da so hektisch wurde. Und genau das wollte ich ja auch. Ich wollte unter Druck gesetzt fühlt und das hat genauso funktioniert, wie ich es wollte. Es war natürlich nicht geplant, dass Ingra stirbt. Das ist auch spontan passiert. Das hatte Frosty auch schon mal erzählt im Debattierclub, dass wir gar nicht wirklich geplant hatten, wie Ingra da jetzt rausgeht, sondern nur so gedacht haben, nachdem wir 2 Folgen aufgenommen haben, ja, er könnte vielleicht mit dem Händler mit, ja, gucken wir dann mal. So. Und dann hat es einfach so gut gepasst, dass er sich da selbst vergiftet hat und dann halt gestorben ist, weil er dann automatisch nicht mehr dabei war. Geplant haben wir das nicht und ich fand das wirklich eine tolle Szene. Also auch allein, weil das mit Frosty so viel Spaß gemacht hat zu spielen, war das natürlich noch ein krasser Höhepunkt, den wir da hatten mit ihm. Ja, also ich für mich persönlich, das war auch ein wirklich ein Moment, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist schon alles so lange her. So, also ich weiß nicht, da hat es mich auch mitgerissen, ne? Also da konnte ich das richtig so ein bisschen, fühlen, diese Wut und Trauer und Verzweiflung, die ich da hoffentlich auch in Jan reinlegen konnte. Das war ein sehr emotionaler Moment, das stimmt. Ja. Das war wirklich. Das hat aber auch hatte einfach sich so ja gut so eine gepasst. Bromance gebildet. Ja, es hat auch Spaß gemacht zu spielen einfach. Es war vielleicht sogar der emotionalste Moment der Staffel, oder? Weiß nicht, kann also. Für mich war das eher die Beerdigung. Also beide. Die Beerdigung vielleicht. War auch nicht schön, nee. Also als ich es geschnitten habe, die Beerdigung und diese traurige Musik darunter gemacht hatte, ich hatte echt einen Kloß im Hals, ne? Beim das war beim Spielen fand ich das gar nicht so krass. Aber dann nachher das angucken und dann auch mal mit dieser musikalischen Unterstützung und dieser traurigen Klaviermusik, da fand ich schon, wäre mir fast ein Tränchen gekommen. Musik macht einfach, Musik ist so ein krasser Emotionsträger, dass das ballert halt mal 9000 hoch, so. Schon heftig. Aber ja, Ingrasch war natürlich auch ein sehr emotionaler Moment.
Ja, das war schön. Florians Gehirn stelle ich mir jetzt die... Ich sehe jetzt bei dir richtig so wie bei Homer Simpson diese Affen. Gut, also ich versuche, da ich merke, dass der... Warte mal, das... Nee. ich werde jetzt einfach mal eben verschwinden, weißt du? Dann musst du ohne mich kurz weitermachen. Ja. Ja, dann, dann geh mal, Flo. Das verkraftet wir machen ohne dich weiter und zeigen währenddessen... Ja, ja, das, wir kriegen das hin. Ich verpasst halt einfach nur diese wundervolle Szene. Ihr merkt, dass der Schwanz hin und her zuckt. Ich verliere die Geduld mit euch. Wenn ich ein weiteres Mal gezwungen bin, die Kontrolle zu übernehmen, dann werde ich nicht zögern, euch zu töten. Also seid besser nett zu ihm. Und damit verändern sich die Augen wieder und es erscheint wieder dieses liebe, leicht verwirrte, dumme Ding. Und das Erste, was es macht, ist... Hallo? Ich glaube, jetzt haben wir einen Schock. Jetzt haben wir wirklich haben es geschafft. Wir haben wirklich einen Schock. Oh. Ach, ja. Müssen wir dir jedes Mal erzählen, was wir hier wollen? Er guckt sich ganz verwirrt um. Hallo? Stellt uns doch ein Rätsel, wenn ihr schon hier seid. Ein Rätsel? Ich liebe Rätsel. Und ja, er klatscht mit seinen... Wissen wir. Ja, der andere. Ja, Mensch, Nico, das war echt eine sehr, sehr coole Szene. Die hat so Spaß gemacht. Es war so aufregend, weil ich bin ja persönlich total schlecht im Rätsel lösen. Ne? Und dann kommt auch noch so ein verrückter Manticore da und ich dachte so, oh mein Gott, wir werden so richtig verkacken. Ja, ja, also ich fand die Vorbereitung fand ich auch sehr, sehr cool, weil ich mir halt wirklich auch Gedanken gemacht habe und rumgehorcht habe, wer kennt coole Rätsel und so, weil, ich weiß nicht, bei selbst ausgedachten Rätseln hatte ich ein bisschen Angst, dass es denn zu schwer wird, wie bei Oscar, oder was heißt zu schwer, dass ihr einfach nicht auf die Lösung kommt, dann habe ich halt da geguckt im Internet und da geguckt und habe dann halt Rätsel genommen, wo ich dachte, okay, da müssen, ne? Ja, ja, sonst war wirklich gedacht, dass der euch halt quasi dann angreift und euch da vertreibt sozusagen. Aber ich glaube, so richtig cool ist die Szene, also so cool, wie sie dann letztlich aus meiner Sicht wurde sie nur im Zusammenspiel zwischen euch und dem Manticore. Also, dass halt, wenn ich dieses Buch gemacht habe, dass Florian dann auch mal so gemacht hat und so. Also ich weiß nicht, das hat die ganze Szene so lebendig gemacht. Und es hat halt auch als Meister wirklich Spaß gemacht, sich in diese so versuchen, in diese Rolle reinzudenken, dieser eine Verrückte und der böse, ruhige, kaltblütige da im Hintergrund, der da ist. Das war geil. Das ist zum Glück. Ja. Als Ja, wir haben es ja trotzdem geschafft. Warte mal kurz, Nico. Ich glaube, der Ton ist gerade weg. Wartet mal kurz. Was habt ihr Nico gehört? Nikos Antwort. Ich glaube, du musst noch mal neu ansetzen.
Stopp mal, Nico, irgendwie scheint immer noch der Ton weg zu sein. Ich lade mal kurz die Kameras neu. Ihr merkt, dass der Schwanz hin und her zuckt. Jetzt gehen wir nochmal zurück. So. Irgendwie ist jetzt. Irgendwie sind eure Töne weg. Also ich höre euch noch, aber. Okay. Das ist ja doof. Das Witzige ist, ich weiß es selber auch nicht, weil irgendwie. Eigentlich nicht. Was ich nur machen kann, ist halt Desktop-Audio, aber dann hört ihr jetzt ganz viel Knacksen. Dann sage ich jetzt schon mal Verzeihung dafür. Ihr Lieben, Jungs, sagt mal was. Ja, kann ich machen. Hallo. 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 Test. Hallo. Okay, dann hört ihr jetzt Desktop-Audio. Das knackt leider sehr, aber dann habt ihr wenigstens ein bisschen Ton da draußen. Man hört sie ganz leise im Hintergrund. Ich kann halt. Okay. No. Komisch, okay. Nee, neu. Soll ich aufschreiben und in die Kamera? Ja, bitte. Mach mal Pantomime. Gut, vielleicht den OBS-Link neu. Also sollen wir. Nee, es kann ja nur an Discord eigentlich liegen, ne? Also jetzt. Das Oskar, woran kann es. An allem. Also ich habe hier vollen Tonausschlag, deswegen ist es. Merkwürdig. Bei mir ist der Ton von euch quasi am oberen Ende, deswegen müsstet ihr eigentlich zu hören sein. Nein, das ist vielleicht der Flaschenhals, wo dein Rechner gerade schlapp macht, einfach. Also meine CPU-Auslastung ist bei 24%. Ja, schade, Mensch, Leute. Also ihr seid jetzt sehr leise zu hören, ja, sagt der Chat. Oder den Discord-Call nochmal neu starten. Kann man den Discord-Call nochmal neu starten? Ja. Okay. Versuch es ist wert. Oh, guck mal, ich habe auch so für so coole. So. Ich bin jetzt aus dem Discord raus. Startet mal ohne Kamera rein. Oskar, sag doch mal was. Test, hallo, hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Hallo, mein Name ist Hase. Flo, mach mal die Kamera in Discord aus. Jetzt seid ihr wieder da, oder? Die Kamera in Discord aus. Kamera ausschalten, tschüss. Hallo? Hallo, ist noch jemand hier außer mir? Ja, wir hören dich. Ja. Ah, ja. Jetzt dürfte ich eigentlich wieder zu hören sein, oder? Ja, der Marder freut sich. Okay. Sehr schön. Soll ich dann nochmal anfangen mit meiner Antwort? So, ich gehe mal davon aus. Ja, Nico, dann leg mal los. Also ich fand, die Szene als Manticore war für mich als Meister halt nochmal was ganz Besonderes, weil ich halt von Kindheit auch von der Fantasy-Gestalt des Manticore komplett begeistert und fasziniert war. Und das hatten Heike und ich halt, glaube ich, auch mal in einer Podcast-Folge miteinander besprochen, warum das so ist. Weil ich bin ja ein Besitzer und Fan, stehen jetzt alle hier im Regal. Warte mal, vielleicht finde ich das sogar, das Labyrinth des Todes hier. So, hier das Labyrinth des Todes, Abenteuerspielbuch. Auf dem Original, was ich damals hatte, war auf dem Cover dieser Manticore drauf. Also dieser halb Löwe, halb Adler, halb Skorpion war das da. Und das fand ich als junger Bub so gruselig und so spannend und so faszinierend. Und dieses Bild des Manticores ist mir halt für immer im Gedächtnis geblieben. Und deshalb wollte ich auch immer irgendwann mal so ein Manticore spielen. Und das hat mich megamäßig fasziniert. Und deshalb war das für mich, glaube ich, auch eine ganz intensive Folge, weil ich das halt, weiß nicht, Manticore ist halt von Kindesbeinen an so. Eine ist wie Einhorn oder wie Drache, gehört für mich so in dieselbe Kategorie Fabelwesen. So.
Ich fand ihn so putzig. Das war so eine tolle schauspielerische Leistung von dir, da immer hin und her zu springen. Hallo! Das war einfach total cool und super spannend. Ich hatte mir halt gedacht, naja gut, das ist halt so eine alte Höhle von irgendeinem Magier, der ist vielleicht seit 200 Jahren da unten oder 150 Jahren ganz alleine in dieser Höhle und stirbt einfach nicht, weil er halt von der Magie am Leben gehalten wird. Und wenn du halt 200 Jahre lang alleine bist, dann wirst du halt irgendwann verrückt. Und das fand ich ganz spannend und cool. Was mich noch so richtig geflasht hat, war, du hast ja wie so eine Art Zähler eingebaut, so nach dem Motto, wenn ihr mich noch einmal reizt oder so, dann eskaliert's irgendwann so, ne? Ja. Und das hat so viel Druck aufgebaut, wo ich schon gesagt, oh nein, wir haben jetzt nur noch eine Chance. So, das war nochmal echt wie so ein oh Gott. Ja. Aber dieses Rätselraten war auch echt knackig. Dabei ist mir hinterher, also eingefallen, dass ich das ein oder andere Rätsel schon kannte, aber wie es, glaube ich, so oft ist, man vergisst nach einer Weile auch mal die Lösung, weil ich hatte die komplett vergessen. Also alles, was dann gelöst wurde, war dann wirklich auf eigenem Mist wieder gewachsen. Selbst das mit dem, hast du nicht auch eins gehabt mit drei Strichen? Wie war das nochmal, oder? Ein Viereck mit drei Strichen. Ich habe voll gegrübelt und ich kam dann drauf und später ist mir eingefallen, ich kenne das doch. Das war total blöd. Ja, das Rätsel zum Beispiel, als ich das gelesen hatte, gefunden hatte im Internet, da dachte ich, okay, das musst du nehmen. Das ist ja mega lustig. Ja, vor allem auch passend. Viereck mit drei Strichen. So, ne? Genau, so und, mega Baller irgendwie. Und man musste natürlich automatisch an die Szene zwischen Smeagol und Bilbo Beutlin denken, ne? Ja. Ja, total. Das war. Hätte nur noch gefehlt, was habe ich in meiner Tasche? Ja, ja. Okay, ja, kommen wir doch zu einer weiteren Szene, zu einer Szene, die Florian sehr gefallen wird. Das ist nämlich die Szene mit Belforan. Was wollt ihr von uns? Den Splitter, ich sagte es bereits. Was wollt ihr damit tun? Und der schart immer noch. Meinen Herrn und Meister bringen. Ja, das geht nicht. Wir haben ihn gefunden und wir müssen etwas mit ihm tun. Ihr könnt ihn nicht haben. Ihr könnt ihn haben, wenn wir damit fertig sind. Das klären wir gleich. Kommt herauf. Wir möchten euer Wort, dass wir den Splitter zuerst untersuchen können. Und wenn wir damit fertig sind, dann werden wir ihn euch übergeben. Das entscheidet nicht ihr. Oh doch, das entscheiden wir. Was wollt ihr? Und er beginnt langsam an dem Rand des Kraters so herumzubröckeln. Also er reißt so die einzelnen Steinsegmente da so raus und vergrößert das Loch. Och, geht er gar nicht noch woanders hin oder geht er nur in eine Richtung? Der Gang ging nur zum Manticore, ging nicht noch woanders lang, ne? Oder so. Genau. Vor euch ist der Gang so ein bisschen verschüttet. Belforan, ihr habt kein Recht, diesen Splitter zu bekommen. Wir haben unser Leben, diese Splitter studiert und die Konstellationen der Sterne beobachtet. Es gebührt uns, diese Splitter zu verwenden und zu untersuchen. Und wenn wir fertig sind, dann werden wir ihn euch übergeben. Vorher niemals. Also lasst ab und lasst uns gehen. Das macht Belforan leider nur noch wütender. Und er beginnt jetzt wirklich mit voller Kraft da dieses Loch zu vergrößern und du merkst, er schafft es auch. Und kommt dir immer näher. Also wenn so, du dich was jetzt haben wir denn hier an AP? Wenn du dich jetzt nicht gut stellst, dann könnte es bald schlimm für dich enden, habe ich so das Gefühl. Simsa, mein Kind, haltet ein. Ihr solltet vorsichtig sein und ihr wisst nicht. Hör auf, diese Priesterin! Später oder ihr sterbt. Und Grimfold ist ganz ängstlich und weicht immer mehr zurück und weiß gar nicht, was er machen soll. Und Belforan hält plötzlich inne. Diese Magier. Fixiert Grimfold. Kommt herauf oder ihr sterbt. Simsa konzentriert sich und packt seinen Magierstab, senkt den Blick und auf einmal fängt der Stab an zu glühen und er beschwört sein magisches Flammenschwert. Florian, dir ist schon klar, dass du definitiv stirbst gegen den Greifen, ne? Das ist mir Latte. Okay. Ja, das war dir Latte, Flo. Wolltest du es wirklich drauf ankommen lassen, ne? Wollte er. Du hättest Lysander gespielt danach, oder?
Ich hatte nie vor, dabei zu sterben. Nein, das war eine ganz witzige Sache. Also, für mich war das die spannendste Szene für mich, die mich jetzt erinnern kann, in der zweiten Staffel, weil ich wirklich totalen Pulsschlag wie ein Kolibri hatte. Echt, und ja? Richtig Angst hatte, dass jetzt hier richtig Rambazamba ist und Simsa vielleicht drauf geht. Und ich hatte ja auch keinen Backup-Charakter. Und ich hatte richtig, richtig echte Angst. Und gleichzeitig war ich total pikiert, empört als Florian, weil ich mir die Szene einfach wahrscheinlich anders zurecht im Kopf vorgestellt hatte, als du als Meister. Weil ich hatte das die ganze Zeit so vor Augen, wir sind einen engen Gang entlang gelaufen, wir kamen durch ein enges Loch und selbst wenn er seinen Kopf darunter steckt, er muss den Kopf durchstecken und ich stehe da mit meinem Flammenschwert, dann hacke ich den einfach ab. Oder ich hack halt einfach rein und da kann der auch nichts machen, weil bevor er da runterkommt, ist er halt schon fällig. Ne? Deswegen habe ich das Gefühl, ich bin komplett in einer vorteilhaften Situation und der kann mir da unten auch nichts. Und deswegen habe ich das so weiter gereizt, dass du natürlich dann sagst, okay, er reißt das Loch auf und dann kommt dann langsam runter und so wird immer größer. Und ich so, okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich fand das blöd, dass unsere Vorstellungen von diesem engen Gang nicht identisch waren, weil dann hätte Belforan es nie gewagt, so weit runterzukommen. Aber deswegen fand das, war übrigens ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe innerlich, ja, mach ihn halt tot, Oscar. Also ganz ehrlich, wer so kacke dreist ist, ne, der muss halt mal sterben. Der muss er halt durch. Das war auch ein krasser Moment, wo einfach gerade du, Flo, aber wo die Spieler nicht das gemacht haben, was ich als Meister wollte. Hat man gar nicht gemerkt. Du hast ja auch noch spaßeshalber gesagt, wo ich sagte, dass ich will, dass wir schnell zu dir kommen, dass du auch wieder mitspielen kannst. Nö, ich habe Zeit. Aber ich meine, wir hatten gesagt, Charaktere können sterben. Ich dachte mir, gut, wenn es so sein soll, ich mach das jetzt und ich wusste auch nicht genau, was so ein Greif eigentlich, wie schlimm, oder Belforan persönlich, wir kannten uns ja jetzt nicht näher, was der so alles kann. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich Simsa auch gekillt mit Belforan. Dein Glück war, dass ich wirklich vorbereitet, also dass ich geplant hatte, auch dass Praios Licht runterscheint. Ich wollte einfach Belforan ein bisschen wieder zurückholen, ein bisschen zurücknehmen. Ich wollte Belforan nicht so übermächtig werden lassen, dass er wirklich uns allen die Splitter klaut. Dass er einfach von Praios den Befehl erhält, wir dürfen die noch behalten. So, dass ich wollte das sowieso entschärfen und da kam das mir halt gelegen. Aber ja, hätte ich das nicht geplant, hätte ich natürlich Simsa töten müssen. Schnecke, Zweitcharakter Schnecke, genau. Ja, der Chat hat ja auch gesagt hier, Angst um Simsa und so weiter. Und natürlich hatte ich keinen Backup-Charakter. Nee, aber so war es ja auch spannend. Ne? Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und wurde belohnt. Am Ende habe ich ein Schoßtier in Belforan gefunden im Finale. Ist doch schön. Da kann der Lysander wieder durch. Ja. Ach ja, aber wirklich auch eine der Szenen, die mir heftig in Erinnerung geblieben ist. Natürlich auch durch diese sehr cool gemachten Soundeffekte, muss man auch dazu sagen. Das wirkt ja, immer sehr absolut. Dran. Und auch diese Bewegung, die du machst, Oscar, in die Kamera, das war nochmal so, wo du sagst, boah, krass, ja, absolut. Also es war schon sehr beeindruckend. Mit dem Stimmen und dem Hall und so, das kommt auch echt total geil. Ich weiß gar nicht, ob ich damals die Folge dann auch live geguckt habe, aber das war so episch gerade, finde ich echt cool. Das war echt anstrengend. Vor allem war es ja ein anderer Hall als in der Höhle, ne? In dem Gang ist es ein langer Hall und in der Höhle eher so ein räumlicher Hall. Das ist was für Leute, die auch gerne Tabellen schreiben. Also die Timeline, die sah echt abenteuerlich aus. Ja, aber hat sich gelohnt. Hast du klasse gemacht. Dann kommen wir zu der letzten Szene des heutigen Abends, die ich vorbereitet habe. Eine Szene, die für mich wiederum sehr aufregend war, wo mir dann wiederum der Puls ging und ich dachte, oh mein Gott, jetzt knallt's durch. Und so meine Wege, die ich so dachte im Kopf, irgendwie alles nicht funktionierte, wie ich gedacht hat. Aber ja, ich würde sagen, seht selbst. Der Schamane deutet auf den Platz, deutet auf den Boron-Geweihten und auf dich. Dann deutet er auf zwei Orks, die links und rechts stehen. Die schmeißen daraufhin zwei Dolche
den Boden, in den Staub oder in den Schnee, Schneestaub. Und der Ork-Schamane sagt: Ihr verantwortlich für den Tod von so vielen unserer Stammesbrüder. Ihr Kämpfen, einer von euch wird mit seinem Blut bezahlen für ihren Tod. Ihr Kämpfen! Wir? Ich gegen ihn? Wir haben doch gar nichts gemacht. Also, ihr müsst uns verwechselt haben. Kämpft, 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 stimmt der Schamane an und die Orks stimmen mit ein. Kämpft, kämpft, kämpft. Und sie stampfen mit den Füßen auf. Kämpft, 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 kämpft. Ich gucke diesen Bohrengeweihten an und so fragen so, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Wir können uns doch jetzt nicht umbringen. Also, das kann doch niemals Borons Wille sein, dass wir jetzt hier sterben. Etwas verzweifelt zurück und weiß nicht, was er tun soll. Macht aber auch keine Anstalten, den Dolch zu nehmen. Anscheinend will keiner von euch den anderen gerade töten. Nee. Vor allem, ich sitze oben auf dem Baum. Ich kann ja auch nichts machen. Da sind so viele Orks. Du kannst den Stein droppen. Ja. Wirf noch ein Buch. Aliana? Ja. Eine aufregende Szene. Florian, Mensch, was hast du da dir. Was ging dir da durch den Kopf? Naja, das war doch alles improvisiert. Also, ich glaube, Florian ging nicht viel durch den Kopf, eher dir, oder? Das war ja, ich hatte ja von dir in deiner Vorbereitung stand ja sowas mit drin, glaube ich, von wegen Duell Heiko, oder? Du hattest doch vorher. Nee, da stand nicht Duell Heiko drin. Ach so, ja. Das hast du falsch verstanden. Aber da stand was von Duell und dachte, hey, gute Idee. Gib mal eine wirklich schwierige Situation. Ich hatte aber auch nicht gewusst, wie das, was ich mache, also wenn es je nachdem, wie es ausgeht. Also war mir auch nicht ganz klar. Aber dann kam mir ja auch währenddessen, ich habe ja mit improvisiert, kam mir dann die Idee, dass der Boron-Geweihte eben den Schamanen angreift anstatt dich. Und das fand ich plötzlich dann sau cool. Und dadurch ist das Ganze ja dann unterbrochen worden, dieser Kampf. Aber für dich sollte es halt dann in dem Moment echt so eine krasse Entscheidungsschwierigkeit geben. Tötest du jetzt einen Geweihten oder ja. Was tust du sonst? Ne? Also deine eigene Fiolin musste am meisten durchmachen in dieser Staffel. Ja, also zumindest gegen Ende hin, am Anfang noch nicht so, aber gegen Ende hin war sie definitiv der Charakter, der halt auch viel im Mittelpunkt stand, weil sie halt da auch mittendrin in diesem Orklager war. Ne? Und es waren halt wirklich viele krasse Momente, für sie, für Heiko, für die Gruppe. Und es waren halt auch so viele wichtige Momente, ne? Weil, also ich zumindest als Meister hatte auch das Gefühl, Alter, Fiolin kann da halt richtig Rambazamba machen. Während die anderen, die sind hier im Wald und da im Wald, der ist da, scheiße schippen und so. Aber Fiolin war irgendwie immer so mittendran am Puls der Orks. Und es war schon, hatte schon gut was zu tun, die Dame. Ja, das, für mich war das tatsächlich auch die aufregendste Spielzeit. Also das hat super Spaß gemacht. Da, auch wenn ihr euch erinnert mit Nix Kaka, da ist Taube da. Lieblingsmoment. Das war auch echt von jedem Meister irgendwie durch den Kakao gezogen. Ja. mein absoluter Lieblingsmoment dabei war einfach, wie ich dann wirklich den Häuptling nochmal mit Aliana getötet habe in dem Fall und du standest da und Simsa ruft, ja, ein Millionenschuss und freut sich total und fragt, ja, ist doch alles okay mit dir, Fiolin? Und die so, ja, nein, was? Total verwirrt, total, einfach nur. Also das ganze Nix-Kacker fand ich aber auch mega. Ich habe mich so weggefetzt, weil das war einfach Situationskomik pur, wie du erklärt hast, wie du weg warst und zurückgekommen bist und dann keine Spuren jetzt auch spüren. Das hat Nico halt auch geil angeleitet. Also, das war echt herrlich. Ich glaube, dass, das Ding war einfach, dass die Gruppe war geteilt. Ne? Und es ist natürlich schwierig. Natürlich hätten vielleicht, wenn ihr mal ehrlich seid, wahrscheinlich sogar Simsa und Aliana die Flucht angetreten und wärt gegangen. Ne, wenn Fiolin nicht gewesen wäre. Ne?
Aber das hätten wir ja nicht machen können als Spiel. Also ihr wart gezwungen, in der Nähe vom Lager zu bleiben. Und ich konnte aber nicht raus, weil ich ja nur, wenn ich fliege, dann halt nackt gewesen wäre und gestorben wäre. Also blieb irgendwie, wir waren so ein bisschen in so einer Pattsituation. Ne? Das macht es natürlich schwierig. Ihr hattet es schwer reinzukommen, ich hatte es schwer rauszukommen. Warum bist du als Taube nicht einfach rausgeflogen zu uns? Ja, deine Sachen wären nicht mehr da gewesen. Weil sie dann nackt gewesen wären. Weil ich dann nackt gewesen wäre. Das war ja mein Plan die ganze Zeit. Ich dachte ja auch, er flieht einfach und rettet sein Leben, aber er dachte halt, er erfriert und das wäre sein sicherer Tod. Und dann waren wir schon mal da. Ist halt wieder so, Taube, was macht der Spieler, Taube, was will der Meister? Wir hätten die Taube unter einen Mantel gepackt, fertig. Nicht zurückverwandelt. Ja, gebraten halt. In größter Not. Komm, ich mach, dass dir warm wird, Julian. Alles gut. Ja. Also ihr habt da so eine mega lange Szene gespielt, wie ihr friert und dann doch heimlich noch ein Feuer anmacht und Aliana da total eskaliert, ne? Weil es so arschkalt ist. Aber nee, ich hätte da ja nackt hinkommen können. Die Taube hätte doch Federn gehabt. Und dann hätten wir dich einfach unter ein Fell gesteckt und dann mitgenommen und gut wäre es. Ja, aber das hält ja nicht lange. Also das ist, irgendwann ist ja meine Magie vorbei. Ach so, die Form hält nicht. Ja, ein aufrechterhaltener Zauber. Ja, dann genau. Blöd. Ja, dann stirbst du halt doch. Wirst doch gegessen. Ja. Ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung da in dem Orklager. Also das hat echt Spaß gemacht zu spielen, tatsächlich. Na, immerhin war es für uns interessant. Ja, das sind jetzt die Lieblingsmomente, die ich so rausgesucht habe. Weiß ich, wenn ihr da draußen auch noch ein paar Lieblingsmomente habt, ein bisschen habe ich es im Chat verfolgt, könnt ihr auch sehr gerne einfach mal als Kommentar unter diesem Stream schreiben, was euch am meisten gefallen hat, welche Momente euch ewig in Erinnerung bleiben werden wahrscheinlich. Das finde ich ja wirklich mal spannend, auch zu gucken, ob sich das halbwegs mit uns deckt oder ob ihr da noch mal ein paar Momente habt, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten oder so. Finde ich ja ganz spannend. Wir sind jetzt am Ende angekommen dieses Streams. Jetzt hätten wir noch ein paar Fragen aus dem Chat, die wir noch beantworten können. Vielleicht ist auch die eine oder andere Frage uns entgangen. Also, werter Mardom, unsere nostrische Wehr des heutigen Abends, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann finde ich die wahrscheinlich im Discord, nicht wahr? Ja, ich kann dir vorlesen, wenn du magst. Ja. Luca fragt, wie sehr waren die anderen Heldenspieler von dem Plot-Twist um Aslife überrascht? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich habe es ja nur angedeutet, wie überrascht war ihr, als ihr erkannt habt, dass Aslife wirklich ein Mörder war und böse? Ich fand die ganze... Mach du, Nico. Du bist dir sicher, Florian. Ne? Ja, doch, du hast den Vortritt. Oder warte. Also ich muss sagen, es hat mich nicht ganz doll überrascht. Es war schon ein bisschen überraschend, dass es so schnell passierte. Aber viel mehr hat bei mir tatsächlich, auch wenn es immer wieder bösartig vielleicht klingen mag, hat es in mir ein bisschen frohlockt, weil ich den so ätzend fand, diesen Typen. Also ich mochte ihn nicht. Ich fand den wirklich kacke. Aber auch, nicht aber jetzt, auch nicht doch jetzt, nur wegen Ende von Episode 3, oder? Wo ich nicht das gemacht habe, was du wolltest? Unter anderem, ja. Also ich fand ihn halt so, weiß nicht, ich bin mit ihm nicht warm geworden. Was nochmal, ich möchte das nochmal verdeutlichen für alle. Das war kein Problem, was ich mit Oscar hatte, sondern wirklich diese fiktive Figur Aslife war mir zuwider. Deshalb war ich wirklich ein bisschen glücklich, als wir den losgeworden sind. Dann mache ich mal weiter. Aslife hat am Anfang ja direkt Simse als was? Alterchen, Vaterchen, Großväterchen. Großväterchen. Das war kein schlimmes Wort. Und naja, in Torwall absolut üblich. Aber er hat sich nicht auf meine oder Simsas Erwiderungen von wegen nennt mich nicht so. Und er hat sich entschuldigt. Eingelassen. Sehr spät. Da musste ich ihn erstmal paralysieren und so. Das fand ich dann witzig. Ein bisschen die Macht demonstrieren. Ich hätte ihn ja gerne in eine Kröte verwandelt, aber den Zauber konnte ich leider nicht. Und als er dann in der Höhle bei den Kobolden, Gnome, wie ist das? Nee, Goblins. Goblins. Dann da so vorgesprungen ist und dann den Gefesselten da zu Hilfe, da war es für mich auch aus und dachte, was ist das für ein Arsch? Also, und ich fand es dann aber mega geil, dass wir ihn bis zum Ende mit durchgezogen haben durchs Abenteuer, dass er immer wieder kam und immer wieder noch beschissener und schlimmer und bösartiger war. Das fand ich voll cool. Er ist dadurch zu einem unerwarteten Anti-Helden geworden, der aus halt einem ursprünglichen Charakter
wurde, den du halt gesagt hast, ja, den willst du doch nicht weiterspielen, ich will jetzt was anderes machen. Da fand ich das echt toll, weil das haben wir überhaupt nicht geplant oder gewusst, dass das sich so entwickeln würde. Also von daher fand ich Aslife schon echt einen sehr bereichernden Charakter und NPC. Obwohl er zum Schluss ja nicht viel gemacht hat, ne? Ist halt nur gestorben. Ja gut, aber er war dabei noch. Also er ist immer wieder mal aufgetaucht, ne? Ja, ja. Ja, und er hat halt auch immer wieder Emotionen hervorgerufen, ne? Zum Beispiel bei Jan und so. Ich fand es toll, als er plötzlich ins Gasthaus kam, dann hast du, glaube ich, gerade gemeistert, Oskar, und er den Stein auf den Tisch geknallt hat, hier ist er und so, fand ich mega, also voll überraschend. Ne? Dann habe ich ihn ja wieder mitgebracht, als mit Belforan in der Kralle, als er dann bei den Untoten ankam und so. War das davor? Nee, das war dabei. Das war danach. Ja. Das fand ich tatsächlich die größere Überraschung, dass er wieder in das Gasthaus kam und den Stein auf den Tisch haute. Damit habe ich auch null gerechnet. Dass er da Leute umbringt und so, das hattest du ja schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet, deswegen war mir das jetzt nicht so die Überraschung. Aber das mit der Moment mit dem Stein dachte ich auch so, wow, krass, das ist ein Twist. Und gebe ich dir, Florian, voll recht, also jetzt, wo du es so erwähnst, finde ich, ist das auch echt eine tolle Besonderheit der zweiten Staffel, wie sich Aslife durchgezogen hat, wie durch die Staffel hindurch, ne? Oh mein Gott, Aslife war unser roter Faden. Blutrot. Ja, blutrot. Er hätte auch der Endgegner werden können. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Brinmen, war es für Oskar schwer, dass am Ende jeder seinen ersten Char Aslife verabscheute und er dann sogar getötet wurde? Habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, war auf jeden Fall schwer. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so mir so nahe geht. Aber ich habe ihn trotz dessen lieb gewonnen, vor allem aber auch wegen den Zuschauern. Weil die Zuschauer Aslife ins Herz geschlossen haben am Anfang. Und ich dachte, scheiße, und ich habe doch sowas Krasses für den jetzt geplant, den kann ich doch jetzt nicht, naja, ist egal jetzt. Ich will eher Aliana spielen. Naja, gut. Weil gerade das macht es ja toll, wenn der Herzen gewonnen hat und ihn dann fallen lassen. Das ist ja Game of Thrones-like, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Ogrim Eisenfaust an Heiko. So mit Fiolin in die Ecke gedrängt, fandest du es schwer, beide NPCs zu meucheln oder gehört das einfach zum Spiel? Naja, schwer. Also schwer fand ich in dem Moment eher, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ich musste ja entscheiden, wenn ich das jetzt mache, dann verändert sich Fiolin in eine Richtung, die ich eigentlich als Spieler nicht vorgesehen hatte, aber musste. Also ich meine, als Marbo-Geweihte würde die würde keinen Boron-Geweihten töten. Also nicht in meiner Vorstellung von Marbo-Priestern. Aber ich wurde ja dazu gezwungen. Und auch Aslife ist ja im ersten Moment aus Sicht von Fiolin eigentlich ein ganz normaler Mensch gewesen, also kein Mörder, das klärt sich erst später auf. Von daher, das Drama fand ich super, das wäre für mich überhaupt keine Hemmung gewesen, in Drama reinzugehen, das ist ja nicht schlimm, aber dass mein Charakter, meine Heldin dadurch sich verändert in eine Weise, die ich nicht vorhergesehen hatte oder auch eigentlich nicht gewollt in dem Sinne, das war schwierig für mich. Aber dann am Ende habe ich gedacht, ja, aber eigentlich ist es die coolere Geschichte, wenn sie jetzt quasi zu einem ambivalenten Wesen wird, was mit sich selber im Hadern ist, ob sie noch auf dem richtigen Pfad ist und so weiter. Also es ist ja viel, viel spannender, als zu sagen, ja, ich habe die halt beide am Leben gelassen, dafür hat mich der Schamane zweimal gekillt. Oder vielleicht wäre sie ja sogar gekillt gewesen. Also, denselben Moment hatte ich mit Orasi lassen. Das wollte ich eigentlich gerade fragen, ob das nicht dir nicht mal in den Sinn gekommen wäre, ob es für den Moment auch eine extrem geile Szene gewesen wäre, wenn Fiolin halt gesagt hätte, nein, ich werfe meinen Glauben nicht über Bord, ich werfe meine Prinzipien nicht über Bord, lieber nehme ich mir selbst das Leben, um diese Situation zu bereinigen, als dass ich Hand an einen Boron-Priester lege. Hätte ich, glaube ich, auch. Wäre, glaube ich, auch spieltechnisch ein Mega-Moment gewesen, mit dem auch niemand gerechnet hätte, dass jemand seinen Spieler quasi so dann sagt, okay, nee, ja. Nee, will ich nicht, macht sie nicht, dann stirbt sie halt jetzt hier. Das ist dann halt so, Ende Gelände. Überzeugung over Gameplay oder was weiß ich was. Ja, aber so ging es mir halt mit Orasilas, ne, und seinen Überzeugungen. Ja, gab's ja auch viele Momente, wo ich an ihm und an mir gezweifelt habe. Also, was weißt du, da wäre ich als Meister auch, wäre mir die Kinnlade runtergeploppt, wenn du gesagt hättest, nee, ist nicht. Ja. Hier, mache ich nicht. Fertig, aus die Maus.
sieh zu, wie du klarkommst, so, ne? Ja. Hätte ich auch gesagt, okay, scheiße, was jetzt? Vor allen Dingen, sieh zu, wie du jetzt Zamino hier reinbringst. Ja. Kommt auf, ich spiele mit Zamino weiter, so. Ich finde es aber auch toll, wenn man mit seinem Charakter abseits von Punkten, Regeln und was der Meister sagt oder dass ich ein Held bin und überleben will, irgendwie umgeht, dass man auch manchmal einfach sich selbst irgendwie einen Stein in den Weg legt als Charakter, weil man ihn einfach dann ein bisschen facettenreicher spielen kann. Dass du sagst, ja, ich greife an und renne auf ihn zu, aber ich stolpere. Ich habe gar nicht gewürfelt, aber ich habe einfach jetzt Bock, dass der stolpert, weil es passt mir gerade irgendwie, finde es ist die Situation. Mal gucken, was draus wird oder sowas, ne? Ja, ja, auch eine Idee. Und auch zu sagen, ich opfer mich halt jetzt, das ist auch klasse. Also, vielleicht, ja. Luca, wer hat der Schamane irgendwie fragt, anders reagiert? Luca fragt, wird Arlekin zum Endboss in Staffel 3? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Tja, die Frage geht an Heiko. Ja, ja, ja. Heiko ist wieder unser Meister in Staffel 3. Tja, also ich glaube, dass wir Arlekin nicht das letzte Mal gesehen haben werden, aber ob Endboss oder nicht, nee, also da werde ich jetzt kein Wort dazu verlieren. Aber es wäre doch viel zu schade, wenn wir solche wundervollen Persönlichkeiten im Gasthaus jetzt nie wieder erwähnen würden, oder? Hey, weißt du, wie schrecklich ich das finden werde, wenn auf einmal Arlekin als NPC vor mir steht? Das wird mich, du weißt, wie stark mein Herz zerreißen. Und vor allen Dingen als Feind und du musst ihn erdolchen oder so. Ja, nee, denn Überzeugung überleben. Bei Arlekin muss ich ja auch gestehen immer wieder, ich hatte ja, als ich den da gebaut habe, auch diesen Zauberer Raistlin im Kopf. Ich weiß nicht, wer den kennt aus der Drachenlanze. Ich. Ja, das war halt so der klassische Raistlin irgendwie, den hatte ich immer im Kopf. Und ich habe auch Rotz und Wasser geheult, als ich das gelesen habe und der dann gestorben ist in den Büchern. Oh, weil fand ich das grausam. Dabei war das eigentlich so der Anti-Held ein bisschen. Aber ich fand das ganz schrecklich. Mhm. Ja. Franka fragt, habt ihr euch mit euren ersten Charakteren weniger identifiziert, weil ihr noch welche in der Hinterhand hattet? Also bei mir nein. Ich fand Jan von Anfang an echt cool und ich fand selbst erstaunlich, wie schnell ich da reingerutscht bin in die Rolle. Weil ich das auch, war ja auch eine ganz andere Rolle, als ich sonst immer gerne gespielt habe. Ich habe ja sonst immer gerne so den Zwielichtigen gespielt. Nicht diesen typischen Gut-Gut, wie heißt diese Tabelle? Chaotisch gut. Nee, ja, das ist die Gesinnungstabelle aus Dungeons and Dragons. Ja, diese super gut Sache, die habe ich ja sehr ungern eigentlich nie gespielt und das fand ich voll faszinierend und fand ich voll cool. Also Jan hatte ich von Anfang an tatsächlich ins Herz geschlossen, so als Charakter. Mir hatte ich kein Problem mit. Na, bei mir hatte ich das Problem, dass ich Aslife ja von Anfang an loswerden wollte, weil ich Aliana dann aber gemerkt habe, ich kann Aslife besser spielen und vermisse ihn auch so ein bisschen, weil er jetzt diesen coolen Twist drin hatte und hätte ihn wahrscheinlich vielleicht auch eher lieber weitergespielt, weil mit Aliana konnte ich mich am Anfang überhaupt nicht identifizieren. Erstens war sie eine Frau, zweitens eine Elfe und dann auch noch eine Firnelfe, das heißt abseits von Elfen nochmal anders. Und eigentlich war sie ein Kerl. Es ist richtig schwer, da reinzukommen. Und eigentlich war sie ein Kerl. Da kam ich auch gar nicht drauf klar. So zum ersten Mal haben wir den Vorhang aufgemacht. Das war gelächt. Also, es war einfach zu herrlich. Es war ein geiles Kostüm. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Nee, aber ich bin dann mit Aliana natürlich reingekommen, aber als Spieler und als Charakter fand ich ihn sehr schwierig zum Spielen, weil du auch als Meister auch nicht viel mit ihr anfangen kannst, wenn sie so keine Motivation hat irgendwie. Also so einfach so auch anders. Also an das Thema Frauen werde ich mich in meinem ganzen DSA-Leben nicht rantrauen, weil ich mir das einfach nicht zutraue tatsächlich, so spannend wie es auch sein möchte. Ich kann es mir nicht vorstellen, das realistisch darstellen zu können. Dazu verstehe ich Frauen zu wenig. Ich finde es auch den Grundgedanken voll spannend und ich fand, du hast es auch echt ganz gut hinbekommen. Aber ich persönlich würde mir das nicht ganz zutrauen. Das ist für mich wirklich ein No-Go, dass ich sage, ich werde mich niemals an einer Frau versuchen, weil ich mir das nicht. Ich werde es auch nicht mehr machen. Dass war eine coole Erfahrung, aber ich werde es auch nicht mehr machen. Das ist zu anstrengend, finde ich. Also ich denke dafür einfach zu anders.
Es ist ja schon schwierig, sich hineinzuversetzen, manchmal in die Lage so, ich bin jetzt Jan von Vier Winden, ich bin jetzt Jan von Vier Winden, ich bin im Mittelalter, ich bin der Sohn eines Adligen, bla bla bla. Das ist ja schon schwer. Ja. Aber dann auch noch zu sagen, so, und jetzt fällt mir der Pipi-Mann ab und jetzt bin ich auch noch eine Frau, dann hört es bei mir auf. Das kann ich einfach, glaube ich, nicht. Das ist zu anspruchsvoll. Ich finde es tatsächlich, mir hat das tatsächlich Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich spiele aber auch Satuna sehr gern. Aber eher, mich reizt halt eher so die Themen, die die Frauenwelt hat, die die Männerwelt halt nicht hat. Ja, also so, ich meine, wie oft wirst du als Mann angebaggert und angegraben und so, ne? Wirst du halt als Mann von Frauen selten? außer Florian vielleicht. Aber ne, solche Themen, also das finde ich irgendwie sehr spannend, sehr reizvoll. Deswegen hat mir das schon an sich Spaß gemacht, was jetzt natürlich bei Fiolin jetzt weniger der Fall war als bei Satuna. Aber zu der Frage zurückzukommen, ich mag Zamino total gern und ich würde sogar sagen, Zamino entspricht eigentlich meinem Sein viel mehr als Fiolin. Schon, ja. Ging mir auch so, ja. Nur, ich dachte, also zum einen hatte ich sowieso immer schon Bock, einen Vampir oder Vampirin oder irgend sowas in der Art zu spielen, wollte ich schon immer. Und habe mich total gefreut, dass ich gesehen habe, Marbo, geil, muss ich machen. Aber ich glaube, ich wollte damals wechseln und dachte, es wäre eine gute Idee zu wechseln, weil das war gerade der Moment, wo wir sagten, okay, wir müssen irgendwas krass an der Staffel ändern, weil das funktioniert so nicht. Und wir hatten auch gemerkt, okay, diese Motivation mit den Splittern, das ist irgendwie noch nicht so stark. Wir brauchen eine stärkere Motivation als roten Faden für die Staffel. Blablabla. Da habe ich gedacht, ja gut, dann opfere ich jetzt Zamino und dann rennt ihr hinterher und versucht Zamino zu retten. Und habe deswegen dann entschieden, ja, dann wechsle ich jetzt den Charakter sozusagen. Was mich jetzt auch interessieren würde, wenn du durchgängig weiter gemeistert hättest, hättest du Zamino überleben lassen oder nicht? Na, dann hätte es Zamino ja gar nicht gegeben. Ja gut, also hätten wir vielleicht, das ist jetzt nur rein hypothetisch, hätten wir also entschieden, dass du als Meister weitermachst. Hängst du an Zamino oder eher nicht? Ja, auf jeden Fall. An Zamino sogar noch mehr als an Fiolin, auf jeden Fall. Also ich fand ihn auch deswegen habe ich auch vor, da irgendwas aus Zaminos Backstory oder aus Zaminos Leben da in Staffel 3 mit einzubauen, weil ich finde, das einfach ein schöner Charakter ist. Wobei ich heute zwei, drei Sachen an ihm ändern würde, aber es jetzt führt jetzt zu weit. Zamino hat mich total fasziniert, muss ich noch sagen, direkt in den ersten paar Folgen, weil ich dachte, der kann Illusionsmagie, was kann er jetzt da, der ist ja voll unnütz. Und dann machst du da den Drachen aus Rauch und die kriegen Angst. Ich so, wow, und die Ogerin. Später die Ogerin. Diese mega Ideen, ey, wir können ja echt interessant spielen. Ich fand ich toll. Die Ogerin habe ich auch so gar nicht erwartet. Ich fand ganz andere Sachen an Zamino faszinierend. Diese Magie hat mich gar nicht so sehr quasi beeindruckt, sondern mich hat viel mehr dieser Charakter. Ich fand den, wie du den gespielt hast, dieses Weinerliche, dieses eigentlich gar kein Heldendasein, sondern man hat wirklich, oder ich hatte zumindest wirklich das Gefühl, das ist jetzt halt ein Schauspieler, ein Illusionsmagier, der halt hier in eine Heldenrolle gepresst wird, die ihm selbst gar nicht liegt. Und dieses Weinerliche und Ängstliche und Zurückhaltende, das fand ich mega geil. Weil das war so ein Held, den man normalerweise nie sieht. Also wer spielt denn schon einen ängstlichen, weinerlichen Helden? Das gibt es halt eigentlich gar nicht. Ne? Ja, und das hat ihn auch nochmal sympathischer cool gemacht, ja. Wie du ihn gespielt hast mit dem, ich weiß nicht, das war einfach immer wieder so, dass man dachte, ja Mann, das ist echt, der passt so gar nicht. Und genau das macht's cool, ey. Das war wirklich so, fand ich sehr gut. Sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Da passt auch Nox' Frage ganz gut. Wie schwer fiel es euch nach dem Meistern wieder in eure Charaktere zu finden? Gar nicht so schwer, fand ich. War ja immer Zeit dazwischen. Das finde ich auch nicht so schwer. Schwierig fand ich es eher, wieder ins Spiel zu finden, die ersten 10 Minuten, weil wir immer einen Monat Pause dazwischen machen. Das ist, da wirklich wieder da reinzukommen, das war ja auch früher schon ein bisschen schwierig, wenn wir uns nicht so oft treffen konnten. Aber vom Meister zum Charakter, ich hatte ja auch nur einen Charakter, zu wechseln, fand ich nicht so schwierig. Ich fand es auch eher schwieriger in der Staffel. Mir fällt das ganz persönlich, ist aber auch wieder rein subjektiv auf, dass
dadurch, dass man sich nicht direkt sieht, dass man nicht diese Gestik und Mimik hat, ist eine drin, ganz andere Energie zwischen den Menschen. Also wenn quasi Florian vor mir sitzt, ja, an dem Tisch und mich anschreit, weil er sauer und wütend ist, wirkt das ganz anders, als wenn er in eine Kamera brüllt und ich mir das angucke, wie er mich durch eine Kamera anbrüllt. Das willst du ganz nicht anders. Mein Freund, das ist ganz anders. Genau, also dieses Knistern im Raum, diese ja. Das sagt man so, das ist wirklich so. Und das fand ich eher schwer, es fällt mir deutlich schwerer, mich wirklich fallen zu lassen, wenn ich nur in eine Kamera gucke, als wenn der Mensch mir gegenüber sitzt und ich ihm mit Gestik und Mimik klar machen kann und mit der Stimme klar machen kann, Alter, du gehst mir gerade auf den Sack. Verpiss dich, so, ja, oder Mann, hilf mir doch mal bitte, ich brauche deine Hilfe hier. Das kommt bei mir ganz anders rüber im selben Raum als durch die Kamera. Mhm. Das Absolut. Liegt vielleicht an meiner schauspielerischen Fähigkeit oder was auch immer, aber ich finde, dass dieses Knistern im Raum, diese Atmosphäre, Nein. dieses, es liegt diese Luft, die in, wie sagt man das? Vibes. Vibes auf Englisch, diese Spannung, die in der Luft liegt. Das ist halt wirklich so. Die Ausstrahlung, die Anspannung, die Energie. Das ist was du auf jeden Fall live richtig fühlst. Deswegen brauchen ja Menschen auch das Zwischenmenschliche, das richtige Treffen, Umarmungen auch und sowas. Alles, was bei Corona jetzt ja auch fehlt. Das ist, du kannst es wirklich besser spüren. Außerdem haben wir hier jetzt, wenn wir auch jetzt online reden, dieses Abwarten, man ist der andere fertig, jetzt falle ich ihm ins Wort. Ups, nein, stopp, nochmal, ich, nein, du. Das ist ja viel einfacher, wenn du in einem Raum sitzt, diese ganzen Verzögerungen hast du nicht. Du kannst auch spüren, dass der andere gerade lauert, endlich was sagen zu können. Das kriegst du hier alles gar nicht so mit. Hier muss ich dann auf 4 Kästchen gucken und dann ruckelt das, der eine fällt aus, es ist unscharf. Das ist was völlig anderes. Wenn man die ersten paar Folgen haben wir ja noch in unserem Raum gespielt. Mhm. Und ich wette, dass man das beim Gucken auch merkt, dass da noch eine andere Connection zwischen uns herrscht als später dann. Ja. Hm. Stimmt. Hast du denn noch eine Frage überhaupt, Oskar? Ich habe noch fünf Fragen. Wow. Gimbi, war das Einbinden der Community in Staffel 2 nur ein Experiment oder werdet ihr dies in der nächsten Staffel verstärken? In welcher Hinsicht? Tja, ist die Frage. Aber wir haben ja ziemlich viele Charaktere in Staffel 2 jetzt eingebunden und dann auch nicht wirklich weiter ausgespielt. Oder meint er das mit den Gasthelden? Tja, ist eine gute Frage, Gimmi. Bist du noch da? Oder die Nasen also, oder so. Ja. Aber also, Heiko, sag mal, was du für Staffel 3 geplant hast. Vielleicht. Ja, also das mit den Gasthelden war ja aufgrund des Crowdfundings, das so intensiv ausgearbeitete Helden würde es sowieso nicht mehr geben. Dann ist aber auch ein Riesenproblem, dadurch, dass wir ein Kaufabenteuer spielen werden, sind ja auch die NPCs sehr stark vorgegeben. Da sind mir dann auch ein bisschen die Hände gebunden, sag ich mal. Also es ist dann nicht mehr so leicht wie bei einem selbsterdachten Abenteuer, wo man sagt, ja, dann machen wir dann hier noch das und da ändern wir das und dann kommt der noch rein und so. Das ist dann viel, viel leichter, NPCs und Namen und so weiter reinzukriegen als in einem Kaufabenteuer. Deswegen, die Möglichkeit wird's, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache oder ob es eine Möglichkeit gibt oder so und ja, kann ich noch nicht so genau 100% sagen. Also ich finde es ja ganz schön, dass ihr so Namen einbringen könnt und dass das einen so dann nochmal so reinzieht und so weiter. Andererseits zieht es einen natürlich auch immer so ein bisschen aus der Immersion raus, wenn wir sagen, eingesendet von und so weiter. Ja, also das stimmt. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert natürlich, ne? Oder andererseits ist natürlich, wenn ich einen lustigen Charakter, der eigentlich nur wirklich nur als Störfaktor reinkam wie in Staffel 1, Der Barde, Tim Grimm. Samino, nicht Samino, wie hieß der? Tim Grimm. Och, ne? Tokelbold hier, ja, genau. Der sich dann endlich da erhangen genau. hat. Genau, ne? Aber wenn der dann sterben muss für die Handlung oder so, oder einfach für die Dramaturgie. Oder Bolle. Ja, Bolle ist nochmal ein anderes Thema, aber ich meine, wenn dann solche Helden dann sterben müssen, dann lösen die natürlich auch noch ganz andere Reaktionen aus, auch beim Publikum, als wenn das jetzt einfach nur NPC XY wäre. Aber mit einem Kaufabenteuer ist es ja dann noch viel, viel mehr vorgegeben als in einem ausgedachten Abenteuer. Ja gut, da kann man ja ein paar Namen ändern, oder? So von nicht wichtigen Charakteren. Klar, und was ist, wenn die dann sterben oder so?
Ne? Ja, genau. Naja, mal schauen. Also ich habe da noch keine finale Entscheidung getroffen, aber ich finde es natürlich immer wieder schön, wenn ihr euch auch in irgendeiner Form einbringen könnt. Ne? Also bin ich ja persönlich Fan von. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Lars fragt noch, wenn man als Taube stirbt, verwandelt man sich zurück? Oder hat man dann eine tote Taube? Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist dann, verwandelt man sich zurück, wenn ich die Magie in DSA richtig verstehe, weil ja dieser Magieprozess einen aufrechterhalten, also es ist ja keine permanente Verwandlung, sondern um diese Form aufrechtzuerhalten, musst du Kraft aufwenden und sobald du stirbst, ist im Körper keine Kraft mehr vorhanden und dann wird diese Verwandlung automatisch beendet. Sehr gut, reicht. So, Thorwanger Wolf noch, hat der Greif... Was? Warte mal, spannender finde ich die Frage, wenn man ihr dann eine Feder ausreißt. Ah ja, was wir mit dem Schaman auch überlegt hatten, was passiert, wenn man eine Fledermaus tötet. Ja, genau. Finger weg. Ja, oder Haare. Der Gimbi hat inzwischen nachgelegt mit der Antwort. Er hat noch gefragt, was meinst du genau, hat er geschrieben. Mein Gasthelden, auch den One-Shot, die Arena, nicht speziell für die Abenteuer-Season, sondern allgemein. Ach so, na, allgemein werde ich sogar versuchen, das noch mehr auszubauen. Also gerade so, was du ansprichst hier, One-Shot und Arena und so weiter, das finde ich ja großartig. Also ich habe schon die ein oder andere Idee, wie man im Gasthaus noch mehr die Community mit einbinden kann. Also da wird es auf jeden Fall definitiv Möglichkeiten geben in Zukunft. Also da habe ich ja richtig Bock drauf auch. Wir sind gespannt. Ja. So, Thorwanger Wolf, hat der Greif am Ende überlebt oder lag er im Sterben? Nein, er hat überlebt. Sehr gut. So. Kogrim Eisenfaust, ab welchem Moment habt ihr gemerkt, dass die Idee mit dem Mechseln der Meister nicht ganz so klappt? Ich glaube, das ging jedem anders, oder? Das hat jeder irgendwann anders gemerkt. Vor allem auch jeder anders empfunden. Als ich das zweite Mal dran war, da ging es gar nicht mehr. Da habe ich es gemerkt. So. Ich habe es schon relativ früh gemerkt, also nicht, dass das Konzept an sich nicht stimmt, sondern dass halt hin und wieder Unstimmigkeiten sind, als das Gasthaus zum Beispiel zweistöckig wurde oder so. Einfach so eine ganz kleinen Nuancen, eben klar, weil ihr das nicht permanent erlebt habt, wie ich im Schnitt, sondern halt einfach Kleinigkeiten vergessen habt. Das passiert, klar, und ist ja auch nicht so schlimm. Aber da habe ich es gemerkt, dass es echt schwierig wird und auch wahrscheinlich schwieriger wird im Laufe der Staffel. Und fand es aber trotzdem spannend und es hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eher uns rausgerissen hat oder uns vorangetrieben hat, dass das Community-Feedback uns halt, es hat uns ja natürlich maßgeblich beeinflusst, als wir dann gesagt haben, okay, wir folgen jetzt nur noch dem roten Faden und dem Schamanen und gucken uns, wo das hinführt. Ja, aber was sagt ihr? Ja. Weiß nicht. Also, hat er trotzdem, ich glaube, mich hat's tatsächlich ein bisschen schon das erste Mal so ein bisschen getroffen, tatsächlich schon beim ersten Mal. Also, als ich quasi den Meister abgegeben habe und dann gesehen habe, wie es weitergeführt wurde, da war es bei mir schon das erste Mal, dass ich so gedacht habe, ja, verdammt, scheiße. Die ganzen Gedanken, die man sich normalerweise beim Geschichtenschreiben so macht, mit was passiert und wo geht's hin und wer ist der Böse und wer ist der Gute und wer hilft und wie geht der Weg weiter. Das kannst du alles knicken. Das kannst du alles vergessen. Funktioniert nicht, weil schon nach der ersten Folge Idee XY gestorben war sozusagen. Da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht darüber, ob das wirklich funktioniert. Aber da habe ich das noch nicht aufgegeben, sondern das war so der erste Moment schon, wo ich so dachte, na, das könnte echt kompliziert werden. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, dass wir es nicht geschafft haben. Es war gar nicht so der eine Moment, wo ich sagen würde, okay, da habe ich es endgültig gemerkt, sondern ich habe einfach für uns gemerkt, dass ich glaube, niemand so hundertprozentig zufrieden mit der Storyline war. Die einzelnen Momente waren cool gespielt und es waren viele coole Momente dabei. Aber ich glaube, keiner von uns hatte irgendwann in der Staffel so den Moment, wo er gesagt hatte, ja, Mann, die Story ist so rund. Das ist ein richtig lecker Kuchen, weißt du? Also dieses Gefühl hatte ich halt nie, habe ich nie bekommen in der Staffel. Dann würde ich eine Frage hinterher schießen von mir. Du hast ja die ersten drei Folgen gemacht. Wie warst du gedanklich, wie hättest du es weitergesponnen von dir aus? Also du hast ja sicherlich einen Kopf, also du hast ja nicht nur einen Kopf gemacht, sondern bestimmt auch gedacht, okay, wie würde ich es jetzt weiterführen?
Also mein Grundgedanke war tatsächlich, dass Gromala die Helden weiterbringt. Entweder mitgenommen wird als NPC, also die Goblin-Schamanen. Ja gut, aber das hat ja nicht funktioniert durch Aslife. Genau, das hat ja nicht funktioniert. Das war schon mal der erste so Knackpunkt, wo ich sagte, ja, okay. Aber für mich persönlich war das mit Belforan halt, dass ihr den so abgelehnt habt, dann sofort. Das fand ich sehr problematisch, weil Belforan für mich halt so ein göttliches Wesen war, wo ich dachte, okay, das kann man gar nicht ablehnen. Man kann vielleicht unzufrieden damit sein und nicht glücklich darüber, aber fuck, Mann, das ist ein Greif. Wenn der an deine Tür klopft, dann sagst du nicht nö. Ja. Der da kann das schon. Und ich hatte halt eigentlich den Gedanken, dass sich das halt mehr auch noch mit Belforan beschäftigt. Und der war ja dann leider sehr, sehr schnell quasi die Persona non grata in der Gruppe. Das hätte ich mir persönlich anders gewünscht. Und das mit dem Schaman zum Beispiel, das war ja in meinem Kopf gar nicht vorhanden so richtig. Also das, dieser Schamane, der kam ja erst so dann dazu und dann wurde er quasi so zum Leitthema. Und Orkenbach ging halt aus meiner Sicht komplett verloren. Das hatte ich mir halt ganz anders vorgestellt. Ich dachte halt, dass es wirklich Orkenbach wird, was Zentrum der Kampagne wird. Und im Endeffekt haben wir Orkenbach nur kaputt gemacht und ganz viele Menschen getötet. So. Man hätte Orkenbach vielleicht unter Belagerung stellen müssen oder sowas, dass man da permanent dann immer da wieder ist. Also eigentlich wäre es besser für Orkenbach gewesen, wir wären niemals da gewesen. Ist dir mal aufgefallen, dass Gromala geendet hat als Spülkraft beim Ork-Häuptling? Ja, also dann nicht als jeden Fall ja. Als Köchin, ja. Ja, die Strom hat jetzt irgendwie und sucht eine neue Goblin-Sippe. Die ist jetzt wieder frei. Heiko, würdest du noch was dazu sagen wollen zum Wechsel der Meister? Ach, ja. Weiß nicht, ich hatte schon relativ schnell gespürt, dass diese Idee, dass es immer so kleine Bögen sind und sich alles um Orgenbach dreht, dass die Idee irgendwie nicht aufgeht. Das habe ich schon relativ schnell gespürt. Und dann dachte ich so, okay, ja, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber ob das gut geht oder nicht, weiß ich nicht. Also da war ich dann schon relativ schnell skeptisch. Das war schon in den ersten Runden, also bis ich dann dran kam, so, da habe ich dann schon gespürt, so, das ist doch mehr oder viel mehr roter Faden und Versuch, eine fortlaufende Story zu erzählen, als einzeln abgeschlossene Bögen sozusagen, ne? Aber ja, ich fand es trotzdem eine tolle Erfahrung. Also das auf jeden Fall. Ne, für sich genommen was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Vorletzte Frage. Torwanger Lohwanger Wolf fragt, hat euch entweder Staffel 1 oder Staffel 2 besser gefallen? Mir persönlich Staffel 1. Kommt drauf mir an, von welchen Gesichtspunkten man mir auch die Eins. Mir ist auch Lysander mehr ans Herz gewachsen, total. Da blühe ich richtig auf. Deswegen auch die Eins, aber auch von dadurch, dass es eben kontinuierlich war. Das war einfach klasse. Mhm. Konnte richtig mitfiebern. Ja, mir auch die Eins, also, aber von der Zwei haben wir, glaube ich, mehr gelernt. Es konnten ja in der 1 auch die Charaktere viel besser Freundschaften aufbauen, zusammen Abenteuer erleben. Wir haben irgendwann, weil das so lange ging, über ein Jahr, so eine gemeinsame Erlebnisbasis gehabt, die wir bei der zweiten Staffel durch die Charakterewechsel gar nicht so aufbauen konnten. Mhm. Finde ich auch toll. Ja, also das ist bei mir halt auch, also Staffel 1 definitiv. Ich weiß, das ist halt aber auch vielleicht dem geschuldet, dass wir uns da kennengelernt haben oder so. Es ist halt einfach eine ganz andere Erinnerung, als ich mit den Jungs hier das erste Mal gespielt habe, tatsächlich, der erste Spielabend, da dachte ich echt so ein bisschen, okay, das hätte ich jetzt anders gespielt, okay, krass, in die Richtung soll es gehen, okay, kenne ich anders so. Und es hat sich so genial entwickelt einfach, ne? Also wie wir über Urasilas geflucht haben und gejammert haben, was wir über Lysander gejammert haben und über Arlekin, was die da für Scheiße gebaut haben. Und man hatte wirklich so ein Miteinander und Miteinander mitfiebern und alle sind dann so ans Herz gewachsen, ne? Und das konnte diese Staffel einfach nicht leisten. Also das war uns aber auch klar von Anfang an, glaube ich, dass dieses Prinzip, was wir uns ausgedacht haben, halt nicht dazu geeignet ist, um längerfristige Bindungen aufzubauen.
Und ich glaube, das hat man, oder habe ich zumindest für mich gemerkt, dass mir das gefehlt hat, ganz brutal. Also dieses Bindung aufbauen zu den Charakteren, unter den Charakteren, untereinander, dieses Zwischenmenschliche oder Elfische oder was auch immer, was halt eine Gruppe werden lässt und nicht eine Ansammlung von Individuen. Das hat halt leider gefehlt. Ja. Ich finde es auch zusätzlich total schwer in diesem Experiment, dass ich dann gar nicht mehr manchmal wusste, wer hat es eigentlich gesagt. Ich wusste, Nico hat das gesagt, aber war es als Meister, als NPC-Figur, als Spieler 1, Spieler 2? Also das ist total verwirrend, ne? Dieses dann Überblick zu behalten. War ich da überhaupt dabei? Ja, genau. Kenne ich dich überhaupt? Ich erinnere mich an ein, zwei Momente, wo ich sagen musste, nee, Nico, das hast du so gar nicht als Charakter erlebt. Das weil es halt einfach nicht mehr so wirklich... Ja. So nicht mehr durchschaubar war, sag mal, kenne ich dich, Fiolin, oder lernen wir uns gerade erst kennen? Ja, weil dann bist du ja auch noch nebendran, wenn du gar nicht im Spiel bist, weil du im anderen Gasthaus hockst oder sowas und hörst noch zu, was die erzählen und weißt es aber später gar nicht. Und dann hast du noch zwei Charaktere. Also nee, das ist zu viel. Also ich kann es ja die Frage eigentlich nicht beantworten, weil für mich hat persönlich Staffel 2 eigentlich mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber einfach, weil es, wenn man spielt und dieses Frische, dieses Reinfallen und so einfach so sich in eine Welt eintauchen und treiben zu lassen, das macht halt total Spaß und fühlt sich gut an und ist aber mit weniger Arbeit verbunden. Während als Meister, ich habe Staffel 1 ehrlich gesagt als sehr arbeitsintensiv und anstrengend auch in Erinnerung. Also für mich war Staffel 1 super anstrengend. Aber um genau das zu erzeugen, diese Aufs und Abs, diese Momente, das, wo ihr glaubt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kommen wir ran und bumm, nächster Tiefschlag und so. Also das, was euch ja zusammenschweißt, das ist halt sehr, mit sehr viel Arbeit verbunden, weil ich ja, ich sag mal, immer hier schon mal was hinwerfen, das dann zwei Folgen später gebraucht wird, um dann zu dem Ergebnis zu kommen und solche Sachen. Also das sind so, das alles miteinander zu verflechten, aufrechtzuhalten, dran zu denken, nicht den Faden zu verlieren und so weiter, war sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Deswegen ist für mich, ehrlich gesagt, Staffel 2 mit freudiger in Erinnerung als Staffel 1, ehrlich gesagt. Ich habe gerade ein Katzenproblem hier, sorry. Interessant. Also, interessante Gedanken auf jeden Fall. Ja. Mountain Radio fragt noch, was können wir als Community in Zukunft besser machen? Macht das, was ihr jetzt auch macht. Kommentare schreiben, unsere Videos gucken und mehr einfach Geld. Euch mit unserer Community so ein bisschen zu beschäftigen. Kommt auf unseren Discord-Server, da geht's rege ab. Absolut, ja. Austauschen. Also ich würde da gar nichts besser machen wollen. Die ist toll, die Community. Ja. Ja, absolut. Also macht mit. Schreibt Kommentare, teilt, also ihr wisst, ne, als YouTube-Kanal ist man sehr darauf angewiesen, dass die Videos geteilt werden und Leuten gezeigt werden und so, aber das macht ihr ja auch schon und vor allen Dingen tauscht euch aus. Also auf dem Discord kann man Spielergruppen finden, man kann sich zu Regelfragen austauschen, das ist ja eine super rege und spannende Community und dazu werdet ihr auch jetzt im Podcast diese Woche auch mehr erfahren, was es an Möglichkeiten gibt. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht mehr in die Tiefe gehen. Ja. Gimmi fragt die letzte Frage. Ja. Bleiben wir vier zusammen? Und da können wir, das ist eine schöne Überleitung für unseren letzten Punkt auf der Tagesordnung. Mhm. Ich gründe das Schankhaus zum knarzenden Rettich. Das habe ich aber schon geschrieben. Fertig. Solo-Projekt. Ja, da haben wir gute und schlechte Neuigkeiten. Heiko, möchtest du uns davon erzählen? Ja, erst die guten. Also wir bleiben also wir vier spielen auf jeden Fall weiter zusammen. Und das Tolle ist, es kommt sogar noch eine fünfte Person hinzu, denn wir werden eine Frau, eine Schauspielerin mit an Bord holen. Ja. Wer das sein wird oder so, das werdet ihr irgendwann in den nächsten Wochen erfahren. Anfang März. Ja, genau. Aber wir erweitern uns sozusagen. Ja, naja, was ist schlechte Neuigkeit? Gwyneth Paltrow. Genau, die haben wir eingekauft. Dank eurer Spenden. Ja, Oscar wird die dritte Staffel nicht mehr schneiden. Das ist natürlich für euch sehr schade. Für Oscar ist es super, weil Oscar, du hast dann wieder ein Leben. Viel Spaß damit. Fang was damit an. Mach was draus. Ja. Und Oscar wir versuchen uns natürlich live zu verbessern, dass es nicht ganz so katastrophal wird. Ich hoffe, es gelingt uns auch.
Ja, also Heiko guckt noch nach Ersatz. Vielleicht wird sich ja jemand finden, der das macht. Aber ich habe jetzt zwei Staffeln geschnitten und das war jetzt echt die anstrengendste Zeit meines Lebens und das schaffe ich einfach nicht mehr. Ja, absolut nachvollziehbar. Überhaupt, dass du so lange durchgehalten hast. Also mein Respekt gilt dir auf jeden Fall. Also falls ihr da draußen jemanden kennt, ne, der gut schneiden kann. Der total langweilig ist und der kein Geld will und und auch keine Freizeit braucht, ja? Also kein Leben. So. Und aber streng nach unseren Anweisungen arbeitet. Natürlich. Ja. Also es wird noch spannend. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ein Herz für Oscar, genau. Beste Community, vielen Dank dafür. Zur dritten Staffel werden wir natürlich wieder am Anfang immer noch online spielen müssen, einfach weil Corona ja nach wie vor Thema ist. Halten wir mal alle fest die Daumen gedrückt, dass sich die Situation in diesem Jahr auch ändern wird, dass wir auch irgendwann in diesem Jahr auch wieder an einem Tisch sitzen können. Denn ich glaube, genauso auch wie du, Nico, es heute Abend gesagt hast, das wird das Spiel einfach so bereichern, wenn wir wieder an einem Tisch sitzen können. Ja. Da hätte ich meine Immersion wird auch nicht ständig durch mauzende Katzen gestört. Die sich jetzt partout auf meinen Schoß gedrängelt hat, ey. Wir hatten doch so schöne Glassteinchen als Spielgeld gehabt. Das hätten wir ja auch in der zweiten Staffel verwenden wollen, ne? Einfach so genau, fürs Feeling ein bisschen mehr. Wo ist die Liebe heute eigentlich? Welche Liebe? Die Liebe? Was? Weil schreibt der Gimbi? Wo ist die Liebe heute eigentlich? Mein Tenny. Ach so. Die sitzt nebenan und muss morgen früh raus. Wir können jetzt nicht mehr lange machen. Oh. Ja, dann ist es doch, glaube ich, das richtige Stichwort, für, um zum Ende zu kommen. Ich habe da auch hier schon einen Abspann, den kann ich da schon mal reinfahren. Und sage vielen, vielen Dank an euch, dass ihr heute Abend mit dabei wart, dass wir gemeinsam den Rückblick gemacht haben. Auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr durchgehalten habt, trotz der technischen Schwierigkeiten. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch, dass ihr die Staffel mit begleitet habt, dass ihr zugehört habt, Feedback gegeben habt, uns auch verstärkt habt mit euren Gedanken, mit euren positiven Gedanken. Das war sehr schön auf jeden Fall, aber auch Einsendungen von euch, Karten oder eine gestrickte Elsa und so, das sind alles so ganz wundervolle Sachen, die wirklich auch sehr schön in Erinnerung bleiben werden. Also vielen, vielen Dank und freuen wir uns doch jetzt gemeinsam auf Alternativprogramm jetzt in den nächsten anderthalb Monaten, sodass es dann hoffentlich im März dann mit Staffel 3 weitergehen kann. Und ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich. Und in diesem Sinne, macht es gut. Einen schönen Abend euch. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Tschüss.